Im heutigen Sonntagsvideo habe ich scheinbar die Betrüger-Elite aus Absurdistan am Telefon. Ich bin der Callcenter-Kascher und da das Video lang genug ist, steigen wir direkt nach dem Intro ein. Weitere Infos bekommt ihr im Video. Der erste Anruf dieser Komiker kam an einem Freitag und damit halten wir die Begrüßung kurz. Und nun viel Spaß mit dem Video und das Intro. Guten Tag. Guten Tag, Herr Bergmann. Spreche ich richtig mit Herrn Bergmann? Jo, Bergmann ist richtig. Okay, mein Name ist Herr Hoffmann. Ich rufe Sie von der Firma Luna Invest. Sie haben bei uns eine Anmeldung über das... Wie ist Ihr Name? Bitte, den Namen habe ich nicht so genau verstanden. Mein Name oder die Firma? Nein, der Name Ihrer... Ihr Name. Also, mein Name ist Herr Hoffmann. Hoffmann. Okay, genau. Herr Hoffmann. Ich rufe Sie von der Luna Invest. Sie haben bei uns circa vor einer Woche eine Anmeldung gemacht über das Thema Onlinehandel. Ja, also, das kann sein, ja. Ich habe es ja irgendwo mitgeschrieben, ja. Genau. Können Sie mir sagen, worauf Sie genau die Interesse haben oder haben Sie schon Interesse daran? Bitte? Sie sind ein bisschen abgehakt. Ich habe gerade nicht die Hälfte verstanden. Interesse? Ich bin Ihnen gefragt, welche Interesse haben Sie an Online-Investitionen dann bitte? Ich habe Interesse an Rohstoffen, an ganz speziellen Rohstoffen. Okay. Also kann ich das Sie bei Ihnen handeln? Ja, das können Sie bei uns machen. Gut. Also wollen Sie anfangen mit, soll ich Ihnen eine E-Mail schicken über das Link, wo Sie sich darüber anmelden können? Wieso? Ich denke, ich habe mich angemeldet, haben Sie gesagt. Ja, Sie haben die Anmeldung gemacht, aber Sie müssen ja auch das erste Einzahlung machen und das müssen wir zusammen halt machen. Wieso einen Link? Ich brauche ja nur ein Konto. Ich brauche ja nur eine IBAN. Diesen Konto müssen Sie eröffnen durch den Link, das ich Ihnen schinke. Dass Sie schinken? Sie meinen schicken? Ich schicke Ihnen einen Link. Genau. Mhm. Ja gut, aber ich möchte ja erstmal wissen, ob ich mit meinen Rohstoffen handeln kann bei Ihrer Plattform. Ja, das können Sie machen. Wie gesagt, ich kann Ihnen auch zeigen, einen Moment. Kleines Moment. Sie können mit uns über alles handeln. Ist das sicher, ja? Das muss ich wissen vorher. Also, wie Sie... Ich muss das wissen vorher, weil sonst würde ich bei Ihnen nicht investieren. Das heißt, Sie können bei Ihrer Plattform kann ich auch mit seltenen Erden handeln, richtig? Genau, Sie können mit alles handeln. Gut, okay, alles, dann. Was zusteht. Ja, dann möchte ich gerne. Ich möchte zwei seltene Erden, zwei Edelmetalle handeln und zwei Selsamium und Phantasium. Das möchte ich gerne handeln. Ist das möglich bei Ihrer Plattform? Okay, ein kleines Moment, ich werde nachschauen. Ja. Wie hießen die nochmal? Phantasium und Selsamium. Phantasium. Ja. Kleines Moment bitte, ja? Noch ein kleines Moment. Hören Sie mich? Ja. Also, mit was ich hier sehe, können Sie machen, ja? Ah ja, das ist ja klasse. Prima. Gut, was kann ich dann im Durchschnitt bei Ihrer Plattform verdienen? Durchschnittsprozentualen Satz ungefähr, wenn ich bei Ihnen handle. Prozent Umsatz, oder meinen Sie? Ich weiß, Sie sind wahrscheinlich kein Deutscher, weil Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Den prozentualen Umsatz, ich den... Also, bitte? Entschuldigung, aber mein Deutsch ist sehr gut. Ich kann sehr gut verstehen, auch, ich kann auch sehr gut reden. Aber ja, dadurch, dass ich einen französischen Akzent habe... Nee, das ist kein französischer Akzent. Ich bin Franzose, natürlich habe ich einen französischen Akzent. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe Verwandtschaft in Frankreich. Das ist kein französischer Akzent. Est-ce que vous voulez parler en français, monsieur? Ja, deswegen haben Sie trotzdem keinen französischen Akzent.
Das ist mehr ich würde sagen, Balkan oder Russland, so in der Art. Okay, Der wie Sie Akzent. das möchten. Ja, genau. Womit kann ich Ihnen helfen? Ja, ich möchte gerne, wie hoch kann der Gewinn sein? Also monatlich circa in Prozenten? Das kommt darauf an, wie viel Sie investieren. Nee, der Prozentsatz ist ja ein durchschnittlicher Prozentsatz. Das hat ja nichts von der Höhe meiner Investition abhängig. Weil nicht jedes Produkt hat das gleiche Prozentgewinn. Ja, ich habe Ihnen doch meine Produkte gesagt. Okay, dieser Produkt. Okay, schau, Sie wollen nur für diese zwei Produkte haben, die Richtig. Prozentgewinn. Richtig. Okay, das habe ich halt nicht nachgeschaut. Dann schaue ich nochmal nach. Ja, genau. Also bei der erste, was Sie gesagt haben, haben Sie 22% und bei dem anderen haben Sie 27%. Na, das ist doch prima. Das ist schön. Da möchte ich dann gern handeln. Da Gut. möchten Sie dann gern handeln. Richtig, das ist wahr. Ich werde Ihnen das Link über E-Mail schicken. Wäre das in Ordnung? Welchen Link denn überhaupt? Ich brauche ja nur eine IBAN-Nummer. Genau, Ja, aber genau, ich dann schicken werde Sie. Ihnen den Link. Nein, Ich ich brauche ja schicke keinen Link. Ihnen. Ich brauche nur eine IBAN-Nummer, damit ich überweisen kann. Ich Okay, hätte. alles klar. Dann werde ich das Ihnen per E-Mail schicken, die Daten. Ja, ich bleibe Oder dran. ich. Ich bleibe dran. Okay, ein kleines Moment. Ja. Entschuldigung, der, hören Sie mich? Ja. Also es kann vielleicht noch 2, 3 Minuten dauern, weil ich krieg mich nicht eingeloggt in meinen Gmail-Account, damit ich Ihnen das schicken kann. Ja, Also ich muss das Passwort neu wieder. die 2 Minuten habe ich. Die 2 Minuten haben Sie? Das freut mich. Dankeschön. Ja. Der Herr, hören Sie mich? Ja. Also wie ich jetzt nachgeschaut habe, ich habe auch eine Möglichkeit für Sie. Wenn Sie sich über dem Link, wie ich gesagt habe, kriegen Sie einen Bonus dazu von 250 Euro, wenn Sie die Einzahlung machen. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch die IBAN schicken. Aber das ist erst. Ja, die IBAN brauche ich doch, ich muss ja irgendwie überweisen. Ja, genau, aber über das Link, was Sie bekommen von uns. Ist das ein Sie werden Drittanbieter? das online. Sie können das direkt online, die Überweisung Ja, machen. Sie ist. brauchen kein IBAN, gar Doch, nichts. ich Über diesen brauche. Link, was. Ich brauche eine Ja, aber. IBAN. Ist nochmal die Frage, ist das ein Drittanbieter? Wo führt dieser Link hin? Dieser Link hinführt zu unserer Webseite, worauf Sie direkt die Einzahlung machen können. Ja, dann schicken Sie doch den Link erstmal. Bis jetzt habe ich ja noch nichts von Ihnen bekommen. Okay, ja. Okay, ich habe Ihnen den Link geschickt über E-Mail. Unser E-Mail ist lunoinvest.teamkompliments@gmail.com. Ja, schaue ich doch mal. Schauen Sie bitte nochmal nach. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Können Sie nochmal bei. Also nochmal neu machen? Was neu machen? Also refreshieren. Refreshieren? Sie meinen aktualisieren? Ja, ist noch keine E-Mail da. Genau, sorry, tut mir leid. Keine E-Mail da. Ist keine E-Mail da? Nein. Schauen Sie bitte einmal bei Spam nach. Wie ich gerade sagte, es ist keine E-Mail angekommen. Okay, ich schicke das Ihnen nochmal zurück. Noch einmal. Also ich buchstabiere Ihnen nochmal das E-Mail von Ihnen. Ist das hein.bergmann@mailbox.org? Ja, das ist richtig. Also Ihre E-Mail ist richtig, ja? Das sagte ich gerade. Okay.
Okay, ich habe Ihre E-Mail-Adresse falsch notiert, deswegen ist dieser Fehler entstanden. Ich schicke Ihnen das nochmal zurück. Danke fürs Warten, der Herr. Ja. Hallo, ist noch jemand da? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja. Ich war noch beschäftigt mit dem E-Mail. Ich habe Ihnen das jetzt geschickt, sollte jeden Moment bei Ihnen zurück sein. Ja, dann schaue ich noch mal. Alles klar, kein Problem. Nee, ist noch nichts da. Sie haben scheinbar irgendwo Probleme mit dem E-Mail-Versand, oder? Der Herr? Ich heiße Herr Bergmann, nicht der Herr. Sie haben Sorry, scheinbar Herr Bergmann. Probleme. Sie haben scheinbar Probleme mit dem E-Mail-Versand. Ne, schauen Sie bitte nochmal nach. Ja, ist Sie noch haben nichts sie auf da. jeden Fall bekommen jetzt. Nein, habe ich nicht. Ich habe es Sie haben gerade das von Prime aktualisiert. Invest Support bekommen. So. Nee, ich habe von nichts bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Keine E-Mail. Also bei mir steht, dass die E-Mail gesendet ist. Ja Das ist gut, aber ich habe komisch. sie ja nicht bekommen. Vielleicht haben Sie irgendein Problem mit Ihrem E-Mail-Server. Okay, haben Sie auch bei dem Kauf nachgeschaut? Bei was bitte? Bei Spam-E-Mails. Ja, ich sagte gerade, es ist noch keine E-Mail angekommen. Das ist komisch. So, jetzt ist was angekommen. So, Okay, dann und schauen Sie bitte nach. Hallo Micha. so, also ich stelle gerade fest, Ihre Firma ist doch Luno Micha, Invest. kannst du mich hören? Genau. Ja, und Sie schreiben von Prime Invest. Und vor Nein, allem, vom Luno Invest. nein, die Absender-E-Mail ist primeinvestcompliance@gmail.com. Haben Sie Das ist keine, unser Support-E-Mail. ja, haben Sie keine Prime E-Mail-Adresse? Invest, das ist Darf ich unser. mal bitte ausreden, bitte? Haben Sie, Ja, können Sie. ja, Sie, wenn Sie mich nicht dauernd unterbrechen würden, dann könnte ich das Tut sicherlich. mir leid. Tut Ja, mir leid, also, ja. haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse at Luno Invest? Doch haben wir, aber Ja, dann ich senden Sie habe mir. Ihnen gesagt, ich habe Probleme mit Einloggen auf dieser Konto, deswegen habe ich Ihnen gesagt, ich schicke das über ein anderes E-Mail. Ja, wieso arbeiten Sie für zwei Webseiten oder zwei Portale? Das Verstehe ist ich nicht. unser Partner auch, deswegen. Das ist Ihr Partner. Aha, okay. Die Genau. Firma kenne ich ja nun gar nicht. Also ich möchte schon wissen, ob Sie wirklich Luno Invest sind oder nicht. Weil vor allem, weil ich sehe gerade, das ist eine @gmail.com. Haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Das Doch, wir ist. haben eine Firma. Möchten Sie auch diese Link über die Firmen-E-Mail-Adresse haben? Ich möchte erstmal wissen, ob Sie überhaupt wirklich eine Firma sind. Weil Das es. können Sie auf der Webseite nachschauen. Wir sind eine lizenzierte Firma. Okay, wo sind Sie Also damit lizenziert? haben wir keine Probleme. Wo sind Sie lizenziert? Wo sind wir lizenziert? Das war In meine England. Frage. In England. Okay. Okay. Ihre Firma ist wie alt schon mit dieser Webseite am Markt? Mit Luno Invest? Sind Sie eine Wie erfahrene bitte? Firma? Vielleicht sollten Sie Luno mal Invest, meinen zuhören. Sie, wie lange? Sie sollten vielleicht mal zuhören und mich nicht unterbrechen. Ist Ihre Firma Luno Invest schon lange am Markt? Sind Sie eine erfahrene Firma? Wie lange sind Sie mit dieser Webseite am Markt? Seit 20 Jahren auf dem Markt. 20 Jahren. Okay. Genau. Gut. Und Sie sagen, Sie sind in England reguliert, richtig? Genau, richtig. Das heißt, Sie sind bei der FCA reguliert oder wo sind Sie? SCA. Ah ja, okay. Dann können Sie mir bitte mal die Regulierungsnummer geben, unter der Sie bei der FCA reguliert sind. Also der Herr. Ja, Herr Bergmann, bitte. Herr Bergmann, Sie Ja. wollen jetzt genau Richtig, das bevor ich. wissen über die Firma. Ja, genau. Ich möchte gerne wissen, ob Sie eine legale Firma sind. Und das muss ich, bevor ich Okay, investiere, muss ich das wissen.
wenn Sie wissen wollen, ob die eine legale Firma sind oder nicht. Ja, das möchte ich gerne. Oh, deswegen habe ich gefragt. Nee, Sie, nein, ich brauche ja, Sie haben sicherlich keine Regulation, oder? Sonst könnten Sie mir einfach die Nummer nennen. Leider, ich bin nur ein Mitarbeiter, ich habe gerade keinen Zugriff darauf, deswegen... Ach, Sie haben, ja gut, Sachen, dann... ...was Sie mir fragen, nicht. Ja, das merke ich. Wie war noch Ihr Name? Mein Name ist Herr Hoffmann. Herr Hoffmann, Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Sie sind sicherlich kein Engländer und Sie sprechen sehr schlechtes Deutsch. Ich bin Französe, wie gesagt. Ja, nee, das sind Sie nicht. Das sind Sie nicht. Das hatte ich Ihnen ja gesagt. Ich denke Balkan oder Russland. Das ist. Also ich erkläre Ihnen noch eine Sache über Herr Bergmann. Ich erkläre Ihnen noch eine Sache über unser System, wie das funktioniert. Wenn Sie alle Anmeldungen schon gemacht haben und Sie schon eine Kunde, richtig Kunde bei uns sind, dann bekommen Sie alle Daten auf Ihre E-Mail-Adresse. Ich soll also erst investieren und bekomme dann mitgeteilt, ob Sie eine legale Firma sind und kein Betrüger sind. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Hallo? Der Herr. Herr ja. Bergmann immer noch. Herr Bergmann, sorry. Können Sie sich nicht merken, ne? Leider kann ich mir das nicht so gut merken. Deswegen ja, weil Sie Herr Hoffmann sind und ein Franzose, können Sie sich deutsche Namen nicht merken. Es geht nicht darum, aber ich bin leider mit vielen Leuten im Kontakt jeden Tag und dadurch kann ich mir halt Namen nicht immer merken. Das ist sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Also, Sie können mir also keine Regulierung nennen? Was stottern Sie denn jetzt so? Ja, ich möchte gerne eine vom Luno bekommen. Richtig, mit der Registrierungsnummer bei der FCA. Kein Problem, ich werde Ihnen jetzt über Luna eine E-Mail schicken, ich kontaktiere ihn in 2 Minuten zurück. Nee, okay? Sie können, ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Dann geben Sie mir die 2 Minuten, ich werde Ihnen vom Luno Invest eine E-Mail schicken. Ja, gerne. Hören Sie mich, der? Ja. Ich habe Ihnen jetzt die E-Mail geschickt über Luno Team Compliance. Schauen Sie bitte nach. Ja, ich aktualisiere. So. Das ist wieder eine Gmail-Adresse, keine Firmenadresse. Wie meinen Sie eine Gmail-Adresse, bitte? Wenn Sie Ihre Adresse lesen, da steht da lunoinvestteamcomplett@gmail.com und ich müsste eine E-Mail bekommen @lunoinvest und nicht @gmail.com. Das ist eine öffentliche E-Mail. Darf ich bitte mal ausreden? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich immer? Darf ich nicht einmal ausreden? Ich unterbreche Ihnen, weil Sie... Sagen, das ist keine Firmen-E-Mail-Adresse. Ja, es ist ja auch richtig. Es ist keine Firmen-E-Mail-Adresse. Es ist keine Adresse von Ihrer Webseite. Das ist eine öffentliche Gmail-Adresse. Das hat nichts mit Luno Invest zu tun. So, und außerdem haben Sie mir ja nicht Sie haben mir doch gesagt, Sie schicken mir die Nummer Ihrer Registration bei der FCA. Herr Bergmann. Ja. Hören Sie mich bis zu Ende, bitte? Ja, natürlich. Also, Sie wollten erstmal eine E-Mail mit dieser Link zu bekommen. Ich habe Ihnen einen Bonus von 250 Euro dazu gemacht mit dieser Anmeldung, was Sie machen. Wenn Sie nicht interessiert sind und kein Vertrauen mehr haben, ich habe noch mehrere Kunden, die auf mich warten und wir telefonieren schon seit halbe Stunde hier und wir kriegen nichts geregelt. Ja, das liegt doch an Ihnen. Das liegt doch an Ihnen, dass Sie nichts geregelt kriegen. Das liegt ja nicht an mir. Und was hatten Sie gesagt? Also Sie können mir Ihre Registrierungsnummer nicht sagen. Darf ich bitte mal ausreden?
Also, Sie sagt, Sie sind seit 20 Jahren im Einsatz. Ich sehe, dass Ihre Webseite gerade mal 213 Tage alt ist. Wie kann denn sowas dann kommen? Okay, dann öffnen Sie bitte einmal diesen Link, was ich Ihnen zugesendet habe. Das brauche ich ja nicht. Das ist ja ein dritter. Das ist. Sie alle Daten über unser Firma. Nein, die Daten über Ihre Firma habe ich schon gefunden. Ich habe in Ihrem Quelltext nachgelesen. Da steht nämlich drin, wie alt Ihre Webseite ist. Und die ist nicht 20 Jahre alt. Und ja, dieser Link, ich bin bitte noch nicht fertig. Dieser Link, den Sie mir geschickt haben, enthält keine IBAN, sondern das ist ein Drittanbieter. Und ich wollte eine IBAN haben. Das ist ein Drittanbieter. Ich gehe stark davon aus, da Sie keine Lizenz haben, dass Sie mit dem Alter gelogen haben, dass Sie sicherlich eine Betrügerfirma sind. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, das ist richtig. Ja, okay, dann möchte ich mit Ihnen weiter keinen Kontakt haben. Sie sind ein Betrüger. Aber schön, dass Sie es zugegeben haben. Nein, sind wir nicht. Doch, natürlich. Sie haben doch gerade bestätigt. Dann geben Sie mir bitte Ihre FCA-Lizenznummer. Der Herr. Ja, das ist mir egal. Ja, geben Sie mir den Finanzleiter. Genau, geben Sie mir den Finanzleiter. Hallo. Hallo, ja. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Bergemann? Ja, mit wem spreche ich? Okay, ich bin Emma Berger am Apparat. Also ich habe gehört, was Sie gesprochen haben mit Herrn Martin Hoffmann. Ja, und? Okay, also Sie haben angefangen zu machen eine Investition bei uns. Ist das richtig? Was, können Sie es vor allem auf Deutsch sprechen? Sie sprechen auch sehr schlecht Deutsch. Ja, hier steht das Problem. Also, ich spreche sehr gut Deutsch. Nur nein, Sie sprechen nicht sehr gut Deutsch. Sie sind offensichtlich auch ein Ausländer. Sind Sie auch ein Franzose ohne französischem Akzent? Wo kommen Sie denn her? Ich bin nicht mit französischem Akzent, aber ich habe nur eine Frage für Sie. Wir haben Ihnen... Ich hatte ja auch eine Frage. Ja, ich möchte zum ersten Mal... fertig mit meinen Meinungen und danach anfangen mit, Sie bitte. Mit deinen Meinung. Also, zum ersten Mal, ich wollte Ihnen sagen, wir haben Ihnen die Daten geschickt, weil Sie haben versucht für eine Investition. Also wir haben Ihnen das Link geschickt, wo Sie können selbst eine Anmeldung machen mit einem Minimalbetrag über uns. Also das ist ganz einfach Investition, wo Sie können anfangen. Zum ersten Mal, wir werden Ihnen für eine Woche informieren und Ihnen alles Informationen zeigen über ganzen Produkten, wo Sie haben eine Möglichkeit mit diesem kleinen Betrag investieren. Bei uns, wenn Sie Interesse haben für weitermachen das Investition, wir werden Ihnen weiterhelfen und Sie werden auch aktivieren Ihren Betrag in diesem Trading mit Hilfe von einem Broker von uns. Also sind Sie interessiert zu investieren, ja oder nein? Bitte. Ja, jetzt haben Sie sehr viel gesagt, aber meine Frage immer noch nicht beantwortet. Ich wollte gerne wissen, wo Sie lizenziert sind. Und Ihr Kollege konnte das ja nicht sagen. Und er hat mich an Sie weitergeleitet, die ja die Finanzabteilung ist. Dann sagen Sie mir bitte, wo sind Sie lizenziert? Also, wie wir Ihnen haben geschickt, eine Link von unserem Website. Darum geht's doch. Darum geht's doch gar nicht. Verstehen Sie nicht, was ich sage? Kann ich bitte eine Antwort geben für Ihre Frage? Ja, gut, dann geben Sie mal, wissen Sie doch meine Frage? Wie war meine Frage? Wie? Können Sie bitte nicht unterbrechen? Ja, Sie können erstmal meine Frage beantworten. Sie können erstmal meine Frage beantworten. Wie war meine Frage? Wie war meine Frage? Hallo? Ach, sind Sie schon am Ende? Hallo? Und da mochten die beiden komischen Betrüger nicht mehr mit mir sprechen und es wurde einfach aufgelegt. Dieser erste Anruf fand an einem Freitag statt und man hat sich wohl über das Wochenende so darüber geärgert, dass man mich nicht abzocken konnte, dass man am Montag völlig absurd weiter anrief. Alle nun folgenden Anrufe kamen innerhalb weniger Stunden bei mir an. Begrabt nun den letzten Rest Hoffnung, dass Betrüger auch nur einen Ansatz von Intelligenz in ihrem Kopf haben,
holt euch ein Getränk und Popcorn und genießt die absurdeste Vorstellung, die ich je am Telefon hatte. Jo, hallo? Schönen guten Morgen, spreche ich hier richtig mit Herr Heinbergmann? Ja, das ist richtig. Wer ist da bitte? Hallo, ich bin Herr Hoffmann, ich rufe Sie vom Luno Invest. Herr Hoffmann? Okay, Herr Hoffmann? Ja. Worum geht's? Es geht um die Anmeldung, was Sie gemacht haben. Wollen Sie das vollständigen oder soll ich das einfach löschen? Wenn ich was vollständigen? Also Ihre Anmeldung. Wollen Sie bei uns Kunde sein oder wollen Sie Ihren Konto gelöscht haben? Ja, erstmal, ich wollte ursprünglich, worum geht's da nochmal? Ich weiß jetzt nicht mal ganz genau. Es geht um die Anmeldung, was Sie bei Luna Invest gemacht haben. Ja. Über was? Aktien. Ja, Aktien bin ich interessiert dran, aber ich... Ja, Aktien bin ich interessiert dran, nur habe ich auf Ihrer Webseite, glaube ich, nicht genug Informationen darüber gefunden, wie das Ganze funktioniert. Okay. Wollen Sie das erklären, oder? Brauchen Sie bitte? Ja, zum Beispiel, wo der Sitz der Firma ist überhaupt? Der Sitz der Firma ist in England. In England, okay, ja, ja. Gut. Sie sind, können Sie mir die Adresse geben oder so, wo der Sitz der Firma ist? Die Adresse können wir leider Ihnen nicht zur Verfügung stellen. Warum nicht? Also auf jeden Fall nicht über Telefonaten, weil das geht um halt Datenschutz. Ja, aber Sie rufen mich doch an. Und die Adresse fällt schon unter Datenschutz? Das müssen Sie mir mal erklären. Warum eine Adresse per Telefon gesagt und das Datenschutz? Das muss ich Ihnen nicht erklären. Da brauche ich Ihnen auch nicht zu erklären. Ich rufe Sie an, um Ihnen zu fragen, ob Sie Ihren Konto gelöscht haben oder sind Sie interessiert an... Also wenn Sie mich dauernd unterbrechen und Sie mir Ihre Adresse nicht per Telefon nennen können... Ja, Sie unterbrechen mich, natürlich, das merke ich ja. Ja, ich unterbreche Ihnen. Ja, genau. Ja. Das heißt, Sie sind so unfreundlich, unlogisch und Sie dürfen mir Ihre Adresse nicht... Ja, doch, das sind Sie. Sie unterbrechen mich dauernd, deswegen sind die unfreundlich. Ich vermute mal, dass Sie eine Betrügerfirma sind. Gehe ich da richtig in der Annahme? Nein. Nein? Sie sind keine Betrügerfirma? Nein, sind wir nicht. Gut, okay, dann geben Sie mir bitte mal, Sie sagten, Sie sind in London, sagen mir Ihre Adresse nicht, dann werden Sie mir sicherlich Ihre Registrierung... Wofür brauchen Sie unsere Adresse? Ja, telefonieren doch mit Ihnen. Ja, aber Sie sagen mir Ihre Adresse nicht. Eine Firma ist ja irgendwo und Sie werden mich sicherlich wieder unterbrechen, weil Sie so unfreundlich sind. Sie werden mir mit Sicherheit Ihre Adresse nicht sagen und wahrscheinlich werden Sie mir auch nicht sagen, wo Sie reguliert sind als Firma, oder? Habe ich Ihnen unterbrochen jetzt, dass Sie gesagt Nein, haben? Nein, jetzt nicht, aber bis jetzt... Sie werden mir wahrscheinlich unterbrechen. Ja, ja. Man hört richtig den klaren Engländer aus Ihrer Stimme. Sehr lustig. So, also... Sagen Sie mir jetzt nun die Regulierungsnummer Ihrer Firma? Der Herr, unsere Firma heißt Luna Invest. Sie können überall die Firma Luna Invest... Nein, ich habe nicht nach dem Namen gefragt, ich habe nach der Regulierung gefragt. Auf Ihrer Webseite steht die Regulierung gar nicht drauf. Also nennen Sie mir bitte Ihre Regulierungsnummer. Wo sind Sie reguliert? Die Regulierungsnummer und die Regeln stehen im Internet. Nein, steht nicht. Nein, steht nicht. Doch, die sind da zur Verfügung. Nein, steht nicht. Wo denn auf Ihrer Seite? Wo genau, bitte? Ganz unten. Können Sie alles finden. Da ist... Ja, dann lesen Sie mir doch mal Ihre Regulierungsnummer vor, bitte. Sie können es ja lesen. Oder können Sie nicht lesen? Ich kann leider nicht vorlesen. Sie können auch nicht lesen. Ah ja, ein Betrüger, der nicht lesen kann. Genau. Ja, du kleiner verschissener Betrüger. Doch, du bist ein Betrüger. Wir haben schon so oft telefoniert. Mann, du bist dämlich. Wir haben schon so oft telefoniert. Du fällst jedes Mal wieder drauf rein. Ernsthaft? Ich lach dich aus. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich bin dumm oder du bist dumm. Ja, jetzt hast du bewiesen, dass du ein Betrüger bist. Genau. Jetzt hast du es bewiesen. Du bist der Dumme. Du bist der Betrüger. Du bist dumm. Sie sind gerade sehr untreundlich. Und no, zu Betrüger muss ich auch nicht freundlich sein.
Du bist halt ein Mitarbeiter, der keine Ahnung hat von der Börse, der irgendwas, ein Kontomanager. Du bist halt ein Betrüger, richtig, genau, du bist ein Betrüger, genau, genau, du bist ein Betrüger, genau, du nennst die Kunden Hurensohn, deswegen bist du ein Betrüger, genau, du hast keine, darfst keine Adresse nennen, deswegen bist du ein Betrüger, du musst nicht immer sagen, der Herr, du musst, ich habe einen Namen, nee, du bist nicht Kundenservice, du bist Betrügerservice. Der Herr. Nee, will ich nicht. Leg doch gleich auf. Ist einfacher für dich. Nein, bitte hör mir zu jetzt. Nö, warum soll ich dir zuhören? Du bist ein Betrüger. Du lügst doch sowieso. Warum soll ich Ihnen zuhören? Ja, eben. Dann leg doch auf. Dann leg doch auf. Ganz einfach. Kannst auflegen. Ich muss ja eine Antwort von Ihnen bekommen. Wollen Sie weitermachen oder wollen Sie Ihren Konto gelöscht haben? Ach, du glaubst allen Ernstes, dass ich bei einer Betrügerfirma einzahle? Kann das sein? Glaubst du das wirklich? Also der Herr, wenn Sie... Also der Herr? Hey, was ist los mit dir, kleiner Betrüger? Warum stotterst du denn jetzt? Warum fängst du denn jetzt an zu stottern? Ich bin nur am Lachen. Nein, du bist nicht am Lachen, du stotterst, das höre ich doch. Du stotterst. Bist du schon nervös? Hat der Betrug nicht geklappt? Och, hat der arme Betrüger, ist er traurig. Hat der Betrug nicht geklappt? Oh. Alter, bist du dämlich. Sie sind so lustig, ne? Ja, genau. Und du bist richtig. Ich schwöre. Du kannst doch nicht mal Deutsch sprechen. Was willst du weitergeben? Ich werde dir einen Kaffee ausgeben. Ja, natürlich. Schick mir mal einen Kaffee, genau. Schick mal einen Kaffee. Ja, geben Sie mir Ihre Adresse. Schick Ihnen die Kaffee. Ja, klar. Kann ich sagen, große Freiheit aber, Nummer 17. Aber das kommt auch mit 10 Fäuste dazu, ne? Ach, als wenn du Fäuste hättest. Ja, komm doch vorbei. Dann klären wir das wie Männer. Die Adresse, kein Problem. Ja, klar, große Freiheit 17 in Hamburg. Große Freiheit 17 in Hamburg. Genau, komm vorbei. Aber du kannst ja gar nicht, du kennst Hamburg nicht? Du kennst Hamburg nicht? Ich hab dir die Adresse gegeben. Ja, nee, du kommst ja nicht nach Deutschland rein. Du sitzt ja irgendwo in Russland, ne? Du bist wahrscheinlich ein Russe, ne? Oder ein Albaner, richtig? Du bist ja kein Engländer. Nee, ich bin Tschetschener. Ja, ein tschetschenischer Bodenkämpfer. Da habe ich auch jemanden. Na komm vorbei, ich warte auf dich. Na komm. Du warst es auf mir schon. Ja, natürlich. Mit wie vielen Hunden vor deiner Haustür? Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, du dummer Tschetschene. Ja, mit wie vielen Hunden wartest du auf die Haustür? Warte ich auf der Haustür? Du kannst ja gut Deutsch sprechen. Du kannst ja toll reden. Du kannst gar nicht sprechen. Du bist ein Dilettant. Ich kann gar nicht. Du bist ein Loser. Du bist ein absoluter Loser. Wenn Sie froh darüber sind, freut mich. Ja, genau. Schön, du hast wieder ein schönes Video gemacht auf YouTube, das ich auf YouTube veröffentlichen kann. Klar, freue ich mich drüber. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne, der Herr. Ja, der Herr. Wer hat dir das Skript eigentlich geschrieben? Können Sie mir Ihre Seite vorsagen, damit ich das auch nachsehen kann? Natürlich kann ich das sagen. Der Michael Wendler Fankanal. Michael Wendler? Ja, kennst du nicht, ne? Da haben Sie schon ein Gesetz gebrochen, weil Sie heißen Herr Bergmann. Sie dürfen nirgendwo Ihren Namen tauschen. Du, ich sag dir, mein Name ist genauso echt wie dein Name. Verstehst du? Hast du verstanden? Ja, genau. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Du bist ein Betrüger und mein Name ist genauso echt. Mein Name ist echt. Natürlich. Ja, hast du von einem Opfer wahrscheinlich genommen, dass du betrogen hast, der deinen Ausweis geschickt hat, richtig? Nein. Das ist nicht so. Ich erkläre Ihnen, wie das war. Als wenn du was erklären könntest. Du bist doch zu dumm zu erklären. Und du wurdest abgeschoben. Du wurdest abgeschoben, ne? Genau. Ja, genau. Meine deutsche Frau hat mir ihren Nachnamen gegeben. So konnte ich in Deutschland wieder bleiben. Nee, du wohnst ja nicht in Deutschland. Du bist ja nicht in Deutschland. Doch, ich bin in Deutschland. Ja, wo bist du denn in Deutschland?
Ich bin in Berlin. Ah, natürlich. Kennst du noch andere Städte aus Berlin? Nein, fast. Ich bin in Köln. Ach, jetzt bist du in Köln, ja, genau. Haben Sie meine Adresse? Na klar, logisch. GDI, ne? Ja, na klar. Geldamstraße 26. Genau. Und welcher Stadtteil ist das von Köln? Das ist bei Nippes S-Bahn. Nicht bei Nippes S-Bahn, Nippes. Sondern in welchem Stadtteil? Jeder Stadtteil hat einen Namen. Nippes? Nee, ist falsch. Also, okay. Das können Sie nachsehen im... Und du bist so dumm, genau, ich schwöre, krass, ey. Du bist ich schwöre mal, ne? Ich schwöre mal, krumm, krass, dumme Betrüger, hä? Ja, du hast mich doch gar nicht gesehen, du Blödmann. Du siehst mich doch gar nicht. Ja, doch, ich höre Ihnen. Ah, du hast gesagt, gesehen habe. Ich sehe Ihnen auch, ich habe... ja, okay, wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich denn aus? Glatzkopf. daneben. Völlig daneben. Wen siehst du denn? Guckst du gerade in den Spiegel? Ich? Ne. Ja, doch, offensichtlich. Du bist ja der dumme Betrüger, der kann sein eigenes... Ich habe meine Augen zu, ich bin am Schlafen und mit dir am Reden. Ja, du bist am Schlafen, genau, richtig. So klingst du auch. Intelligenz eines eingeschlafenen Gehirns, genau. Herr Bergmann. Ja, und? Sehen Sie Herr Bergmann? Du, ich habe dir doch gesagt, mein Name ist genauso echt wie dein Name. Herr Bergmann, na was ist denn los? Ja, ich weiß doch, dass du ein Betrüger bist und dass du ein Hurensohn bist. Das weiß ich doch schon. Das haben wir doch alle schon festgestellt. Du bist der Hurensohn. Wie hieß nochmal Ihre YouTube-Seite? Ja, das hatten wir doch gerade gesagt. Michael Wendler, Fankanal. Michael Wendler. Richtig. Also ich buchstabiere das mal Ihnen dann vor. Das glaube ich nicht, dass du das kannst. Das glaube ich nicht. M wie Martha, I wie Ida, C wie Cäsar, H wie Heinrich, A wie Anton, E wie Emil, L wie Ludwig, V wie Wilhelm, nein. E wie Emil, N du wie weißt, Norbert. Du weißt nicht mal, wie Wendler geschrieben wird, ne? W, nicht mit V, mit W. Nicht mit V, Wilhelm, habe ich gesagt. Nee, du hast gesagt V wie Vogel. Nein, W wie Wilhelm. Nein, du hast V gesagt. Du hast V gesagt. Soll ich noch mal zurückspulen, dass ich es genau noch mal hören kann? Ich habe dich ja aufgenommen. Ja, ich hab's gehört. Du hast V gesagt. Wendler oder Wendler? Oh Mann, du kannst ja noch nicht mal hören. Du wirst diese Webseite noch nicht mal finden, wenn du mit dem Arsch drauf sitzt. Hast du keine Datensätze, die du mir anrufen kannst? Offensichtlich, du hast viel Zeit, ne? Läuft schlecht dein Betrügergeschäft, ja, oder? Ja, ich habe nicht so viel Zeit, leider eigentlich. Ja, warum legst du damit auf? Ich bin gerade auf die Arbeit. Wo bist du denn auf der Arbeit? Bei mir zu Hause. Ja, bei dir zu Hause, natürlich, klar. Bei dir zu Hause auf der Arbeit. Ich liege gerade auf dem Couch und bin mit dir am Telefonieren. Ja, genau. Man hört ganz genau, also, dass du in einem Callcenter bist. Also erzähl doch nicht so Blödsinn. Was haben Sie gesagt? Ja, genau. Richtig. Ja, genau. Okay. Du lügst mit jedem Wort, was du sagst. Du lügst mit jedem Wort, was du sagst. Ernsthaft? Glaube ich gar nicht. Ja, das ist das Problem. Du glaubst Sachen, die du dir selber erzählst, ne? Ja, glaube ich auch nicht. Du glaubst dir selber auch nicht? Du glaubst selber, dass du ein Betrüger bist, richtig? Nein, das glaube ich nicht. Ach, jetzt auf einmal nicht mehr? Jetzt auf einmal nicht mehr? Niemals. Ja. Du kriegst keine Datensätze mehr. Du kannst keine Leute mehr anrufen. Deswegen nimmst du dir viel Zeit mit mir. Und das ist schön, dann habe ich schön Content für YouTube. Leute mehr anrufen? Weil du keine Datensätze mehr kriegst. Kannst du gar nicht anders kaufen. Was ist los mit dir, kleiner Betrüger? Hallo, ich höre. Herr Wendler. Was ist denn los mit dir, kleiner Betrüger?
Halten Ja, Sie ich Ihre höre. Schnauze, bevor ich Ihnen zusammenschlage. Manfred Hopfig, richtig? Ey, Ja. diese Lachen, ne? Diese Ja, ich lach Lachen. dich aus. Ich lach dich aus. Ich werde jeden Morgen 10 Minuten ausnutzen, um Ihnen zu anrufen. Oh ja, klasse, dann habe ich mehr Content um für meinen YouTube-Kanal. Genau, mach das, hervorragend. Und du kannst meine Nummer auch also an alle deine Betrügerkollegen weitergeben. Anfangen. Du kannst mir alle deine meine Nummer an alle deine Betrügerkollegen weitergeben. Sie sollen mich alle anrufen. Machst du das? Wenn Sie denken, dass ich ein Betrüger bin, das weiß ich doch. Sie weiter so denken. Ja, natürlich, weiß ich. Das denke ich nicht, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist kein Denken, das ist ein Wissen. Im Gegensatz zu dir weiß ich etwas. Du denkst ja nur, oh. Aber das ist ja schlecht. Oh. Oh. Okay. Was ist denn Geben los? Geben Sie mir bitte Ihre Beweise, wo ja. Sie haben, dass ich eine Betrüger bin. Ja, ein Betrüger nennt nie seine Adresse und er kann nie seine Registrierung nennen. Bei welcher Behörde bist du denn registriert? Wo wollen Sie wissen, dass ich Ihnen einfach nicht verarsche und einfach... Wie willst du mich denn verarschen? Du rufst mich doch an und verlierst deine Zeit. Wo verarschst du mich denn? Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Jede Firma hat eine Adresse. Sie verlieren Zeit. Nein, ich verdiene Geld damit. Deswegen ist schön, je länger wir telefonieren, desto mehr Geld verdiene ich. Genau. Du verlierst deine Zeit, weil du mit mir kein Geld verdienst. Weil ich bei dir nicht einzahlen werde. Oh, armer kleiner dummer Betrüger. Oh. Ich gewinne so viel. Wie war es denn? Intelligenz auf jeden Fall nicht. Intelligenz gewinnst du nicht. Weil du bist ja dumm, du bleibst ja auch dumm. Na, was nun? Ach, jetzt hat er sich stumm geschaltet. Oh, schön. Nein, dann leg doch gleich auf. Hallo. Ah, der nächste dumme Betrüger. Mein Name ist... Musst du schon überlegen, wie dein Name ist? Ja, ja. Ah, ja, genau. Mein Name ist Markus Hein. Natürlich, na klar, na logisch. Glaube ich dir sofort. Glaube ich dir sofort. Also mit Michael Wendler finde ich nichts auf YouTube. Ja, dann bist du halt ganz schön dumm, richtig. Ja, weil sie auch nichts auf YouTube haben. Ach, du wirst, die Leute werden sich schon darüber amüsieren, tatsächlich, wenn dein Video online kommt. Oh, mit wie vielen Zuschauern bitte? Oh, mit einer ganzen Menge Zuschauer. Ja, wie viele denn? Das geht dich einen Scheißdreck an. Mit 10 Zuschauer? Deine Lache kenne ich doch auch schon. Deine Lache kenne ich auch 10 schon. 10 Zuschauer. Ja, ja, natürlich. Bergmann. Ja, natürlich. Ganz bestimmt. Ja, ja, klar. Mann, bist du ein armes Würstchen. Ja, ja, wer von uns beiden eher der Dumme ist? Ne? Der Typ, der anruft, kein Geld verdient und mich 1000 Mal anruft? Mhm. Wer ist da der Dumme? Mhm. Der auf einen Scambait reinfällt? Ha? Sie? Ja, ich falle nicht auf einen Scambaiter rein. Ich falle auch nicht auf Scammer wie dich rein. Also ich weiß nicht, warum Sie jetzt auf mich zugreifen. Auf mich zugreifen? Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Kauf die Tüte Deutsch, hat mich auch gehelft. Nee, ich brauche keine Tüte Deutsch oder Deutsch. Ja, nee, du kannst ich ja auch nicht so, Deutsch. Ja, nee, du, kann, ja, das ist ja das Problem. So, das ist das Problem. Du kannst doch, eben oder? Nicht viel. Du kannst doch, du kannst eben nicht viel. Du hast du einen deutschen Namen doch, und sprichst kein Deutsch. Oder? Genau. Genau, schlechtes Deutsch. Du willst Deutsche betrügen und kannst ja noch nicht mal Deutsch sprechen. Alter, deutschen Namen und kann Herr gar kein Bergmann. Deutsch sprechen. Herr Bergmann. Ja, was denn nun? Was denn nun, kleiner Betrüger? Du verstehst mich doch, oder? Ja, also du sprichst aber für einen deutschen Namen ja. sehr schön. Das reicht mir, wenn du mich verstehst. Das ja, ja, mir. Ist doch schön. Und die Zuschauer verstehen dich ja dann auch. Ist doch schön. Wir wissen, dass du ja nicht ja, aus Deutschland bist. Ist ja. Doch schön. Ja, genau. Ist doch schön. Sehr schön. Ja, was juckt mir jetzt, dass ich kein Deutsch kann? Und du willst Deutsch reden. Ich weiß ja nicht, wie dein YouTube abläuft, ne? Aber wenn du mehr als der andere redet, hast du keinen Erfolg.
Oh, da macht ihr mal keine Sorgen drum um meinen YouTube-Kanal. Der eine, der Videos macht, der eine muss weniger reden, nur Fragen stellen. Nein, Und nein, die nein. reden ja die ganze Zeit, die Natürlich lachen rede ja die ich ganze Zeit. lache dich aus, Wenn die genau. Zuschauer, wenn die Genau, das Zuschauer freut die deine Zuschauer. Lache Die hören, Zuschauer wollen, dass ich dich lächerlich mache. Oder du wenn machst die es dich selber Zuschauer deine lächerlich. Lache hören, die werden sich umbringen gehen. Die werden sich totlachen über dich. Meine Ohren bluten schon wegen Oh, deiner ja, scheiß dann, Stimme und scheiß ja, Lache. genau. Dann steck dir doch mal irgendwie was ins Ohr. Zum Beispiel eine 45er Magnum. Steck die dir mal ins Ohr und drück mal ab. Das würde der Menschheit helfen. 9 mm mache ich Ja, genau. lieber. Dann drück mal ab. Ich In höre. dein Ohr, in dein Ja. Arschloch. Ach ja, in meinen Arsch. Ja. Wo ist denn mein Arsch, hä? Ach, weißt du gar nicht. Ach. Na? Hello. Ja? I'm speaking with Sir Bergman. Ach, da ist er wieder, der Betrüger. Hallo, da You bist du ja don't speak wieder. English? Da bist du ja wieder, der kleine dumme Betrüger. Hallo. I don't speak German either. Ja, Just calling you eben konntest du doch to Deutsch. apologize for Eben the konntest du behavior doch of my coworker. Ja, natürlich, genau. Of your scam What do behavior. you mean not to leak? Na, eben Kimmich, konntest you du doch mean? Deutsch. Eben konntest du doch Deutsch, hä? Joshua Kimmich? Bitte was? Anton Rüdiger? You know them? Was bitte? Du musst mal Deutsch reden, dann verstehe ich dich auch. Nicht speech Deutsch. Nicht wegen Deutsch. Dein Kollege konnte ja auch schon kein Deutsch. I'm calling you from English operators. Ja, genau. English Operators. Ja, genau. Und? Was Yes, willst of du? course. I'm English operator. I'm just calling you to apologize for the behavior of my coworker. Your He, you work coworker is a and scammer and you are a scammer too. We ain't scammers. What do you mean? What do You you mean by are a scammer? scammer. You are a scammer. Where do you have learned about that? What? Nobody's a What's the scammer. name of your We're just company? here to What's make the name of your our company? company, Prime Invest. Prime Invest. Okay, so give me your registration number. You are Registration number. yes. Okay, my registration number is 433 So at the FCA? 433 FCA? 4 What? Where are you registered? Just search on Google. 433 What are you laughing for? What are you laughing for? give me your register number. Reference number. It's called reference A number. reference number. Yes. Wait, I forgot mine. Oh, Sorry. you forgot your number. You must search it on Google. So I'm just calling you as I told you, just calling you. Musst du selber lachen, ne? Die dummen Betrüger. Musst du selber lachen. Can you please give me your. Wait. Why are you laughing like that, man? Come on. Ich lach dich aus, die ganze Zeit. Was ist denn los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Was Can you ist hier? give me your YouTube channel, please? Nein, habe ich doch schon Why gemacht. nine, man? Habe ich doch schon gemacht. I'm gonna like every single video, I swear, I'm gonna subscribe. Nein, du bist ja zu dumm, den Kanal zu finden. Look. Ja, genau. All about why I'm calling you right now is just to apologize you for my co-workers' Ja, behavior. That's why. your scammer coworker, ja? My scammer co-worker? What do you mean by that? You He's are a the most scammer honest and he is person a alive on the scammer planet. too. No, You both are we're honest scammers. people. We're honest people, I swear. Honest people. You are We are honest. fathers of two children. You know, I have my children, he has his children. So I So don't know why you're laughing give for. me your reference number. My reference number is, I told you, 433, wide Okay. open. 433. 433, Yes. 2, 3,
on? One attacking midfielder and two center forwards. Bitte was? Was ist los mit dir? Gibst du schon auf? Kommst du schon nicht mehr weiter? It doesn't show up. It doesn't show up. Give me your reference number. I told you 4-3-3, 2-1-2. Nee, one, no, two. No. Eben you told 4-3-3-2-3. Nu 2-1. What's the real reference number? What's the reference number? Yes. You asked for my reference number. I just gave you that. No, you gave two numbers. 4-3-4-3-3, then 2-3, next time 4-3-3-2-1. What? You must heard that in the wrong way. I don't know. Yeah. So now give me your reference number. 4-3-3 and then 4-3-3. And then 2-3-1-2-1 and 2. 2-1. Nope. No, the reference number. The reference number. You gave me of the number of GovUK, yes? What? You don't can you your ears are so bad you can hear me. You gave me the number of GovUK. That's the number, yes? I have problem with hearing. That's why. Yes, that's a problem. You are not an Englishman. You are badly speaking. You are not a native speaker. Where do you think I'm from? Russia. I think Russia or Albania. Russia. If I was Russian, I would be like that. Hey, my friend. Why are you like that? You are now... Plus, no... if I were Albanian as blah blah blah. Dummsitzgerede. Komm, leg doch gleich auf. Ich weiß, if dass du Hitler Betrüger bist. Right now, be ach ja, so bla, 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 bla. Eben, dein Kollege kann noch Deutsch. Hä? Was ist denn los? Habe ich dir doch schon gesagt. Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. What? Sag ich dir nicht. What? Sag ich dir nicht. What? Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. You are a dumb scammer. Schwiegen die Motra. Was? Lern doch mal erstmal Deutsch. I don't know. Frickendick. Was? Lern doch erstmal Deutsch. Ich weiß ja nicht, was du sagst, ne? Aber es ist lustig. Es ist lustig. I just wanted to be civilized, polite with you, but I don't know. Polite. Polite to scam me. No, I'm here to you scam are me. A scammer. You are a scammer. My feelings. You are hurting my feelings. Oh, I hurt your feelings. Oh, I'm crying about that. You're crying? You are a scammer. And I hurt your feelings. Oh, I'm so sorry. It's okay, man. At least just apologize. No, I don't apologize. Come on, man. Why not? Why you? Because you are a bad scammer. I'm a scammer. Yes. Prove it to me. Yes. Okay. So give me your real reference number. I don't want to. Why you don't? Yes. Give me yes. Your and so scammer? You can give me your what? Reference number because you are a scammer. You have no license. No, I don't want. So you are a fraud. I'm just asking you for YouTube channel. You ain't gonna kill me. If I could, I would kill you. Yes. Really? Yes. So come you on. You want to kill me? Yes. Come on. Come on. Yeah. Visit gonna come. Me. Where do, come, you come. Do you live? Where do you live? Habe ich deinem Kollegen schon gesagt? I don't understand that shit, man. Ja, das ist so dein Problem, wenn du es nicht verstehst. Speak with a French guy. Ben, dis-y, j'y vis. Bonjour, monsieur, parlez-vous français? Bonjour, monsieur, parlez-vous français? Alter, bist du dämlich. Ich weiß du verstehst mich. Ich verstehst, ich weiß du verstehst mich, genau.
du bist ein dummer Betrüger. Ah. Und du bist so lustig. Du bist so lustig. Du so lustig, ja? Du so lustig, ja? Ich will gestern nicht da mehr. Ja, und? Was willst du tun? Alles ist der Püt. Bitte? Was willst du denn? Du rufst hier Deutschland an, dann sprich Deutsch. Sind Türke belirissen. Ach, jetzt sind wir Türke. Ach, jetzt Türke. Okay. Kann ich später? Ach, jetzt sind wir auch noch Grieche, natürlich. Serete Elenika. Nemakute. Kyrie. Oh Mann, du langweilst mich. Makute. They are laughing about you. Are you your still colleagues. Recording? Natürlich, sure. I don't give a fuck, man. I don't give a fuck, really. Yes, I know. Because you are a scammer. Go fuck yourself. Yeah. Sir. Oh, nun? Sir, can you hear me? No. I am the chef of this company. Genau, the chef. You have made some good recordings or not? Yes, genau. Yes, you have made some good recordings, yeah? Das habe ich dir gerade beantwortet. Show them schlecht? All up your ass. Schön, dass ihr so schön wütend seid. Herrlich. Ich mag das, wenn die Betrüger sich aufregen. Hervorragend. Und hast du noch was zu sagen? Gib doch mal die Telefonhörer weiter. Ja, schönen guten Tag. Ja, genau. Ja, hören Sie mich? Nee, höre ich nicht, nee. Sie haben gerade mit meinen englischen, griechischen, Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, bevor du auf Deutsch reden willst. Oh. Ist das so? Ist das so? Ja. Ja, hast du immer noch keine Nummer, die du anrufen kannst? Zugeben. Wegen der deutschen Sprache muss ich leider zugeben. Kann ich nichts dafür machen. Richtig, genau. Kannst du nichts dafür machen. Ich kann nur stolpern. Du kannst nur stolpern, richtig. Und richtig schön auf die Fresse fallen und dich von Betrügern, von Scambaitern verarschen zu lassen. Ja, genau. Und wenn ich auf die Fresse falle, du bist der eine, der kommt, der gibt mir die Hand und sagt, komm, steh auf. Der gibt dir einen Tritt in die Fresse. Tritt in die Fresse. Ja, komm vorbei, fall vor meiner Haustür hin, dann trete ich dir noch in die Fresse, genau. Kein Problem, deine Adresse habe ich aufgeschrieben. Ja, schön. Die habe ich nie vergessen. Ja, ist doch prima, dann lies doch nochmal vor. Ist schon in meinen Kopf eingespeichert. Ja, wie heißt denn meine Adresse? Hamburg. Adresse, nicht die Stadt. Ja, Hamburg. Ja, die Adresse, nicht nur den Stadtnamen. Ja, aus Datenschutz... du hast meine Adresse dir nicht gemerkt. Hallo, Sir, can you hear me? Ah ja, genau. Mach mal weiter, genau. Hallo. Ja, was denn? Yes, I hear you. Na und? Hallo, Herr Shanti, hören Sie mich? Herr wer? Herr Shanti, hören Sie mich? Nö, höre ich nicht. Ich weiß nicht, warum es funktioniert hier nicht, ne? Ja, keine Ahnung, dass der Betrug nicht funktioniert. Das ist mir völlig klar, weil ihr so dumm seid. Genau. Ich hoffe, du hast Corona oder vielleicht auch die Pest oder so. Die Beulenpest oder die Affenpocken. Aha. Ich hab deine Mutter. Oh, natürlich. Na klar. Logisch. Na, wie sieht's denn aus, meine Mutter? Wie heißt sie denn? Hello. Hello. Why you're like stroking some shit out of your ass? You are the shit out of my ass. Why you are moaning like you are fucking your
himself with dildo. Oh Mann, lustig. Ich lache dich aus. Ich lache dich aus. Deine Kollegen hören ja mit. Das ist ja schön. Nö. Warum? Warum sprichst du doch kein Deutsch? Du rufst doch in Deutschland an. Oh, you fucking twat. What are you fucking laughing, ja? Wer von uns beiden ist denn hier fucking? Du oder ich? Oi. What are you fucking laughing? What are you fucking laughing, eh? Ich lach dich aus. Oi. Go fuck yourself, mate. Ah, schön. Schöner Rage. Ja, komm, mach weiter. Was ist los? Gibst du schon auf? Gib doch wieder den Kollegen, den nächsten Kollegen. Komm, mach doch. Ach, du hast aufgegeben. Na, dann warten wir mal, bis du auflegst. Hallo. Hallo. Sie sind ja so dumm, der Herr Bergmann, ne? Wer von uns beiden ist der Dümmere? Derjenige, der seine Zeit verschwendet und mich anruft, oder derjenige, der dich verarscht? Derjenige, der seine Zeit verschwendet, um dich zu verarschen. Ja, wie verarschst du mich denn? Wie verarschst du mich denn? Genau so wie du. Ja, wie denn? Verarscht. Ja, genau. Ich verdiene Geld damit, dass ich dich lange im Telefon halte. Und ihr ruft mich. Ja, genau. Wie verdienst du denn Geld damit? Ich verdiene das ja, auch. Erzähl doch mal. Wofür bekommst du Geld? Ist doch meine Sache. Ja, du kriegst kein Geld. Du hast einfach keine Datensätze mehr, Leute anzurufen. Genau. Ja. Wer bezahlt dich denn dafür? Wer bezahlt dich denn? Na, was ist denn los? Fällt dir nicht ein? Fällt dir nicht ein? Da war wohl nicht so viel mit Bezahlung, hä? Der kleine Dummer, der keine Datensätze hat, um zu betrügen. Genau. Also Sie sind oft nur eine dumme, also nur eine Art und Weise sind Sie dumm. Ich erkläre Ihnen, wo. Als wenn du etwas erklären könntest. Ich hab jetzt mit Ihnen auf 4 Sprachen geredet. Na und? Jetzt weiß ich doch. Mit 4 anderen Stimmen geredet. Und sie haben die ganze Zeit gesagt, gib doch dem anderen Kollege weiter. Das liegt einfach, weil du ein so scheiße Headset hast. Ach, hast du ja nicht, nee. Ah, das liegt daran. Ah, ja, ne? Das liegt daran, dass deine Ohren schon deutsch sind. Ach, Mann. Ja, ich bin ein Deutscher, dann habe ich natürlich auch deutsche Ohren, das stimmt. Ja, genau. Und was hast du für Ohren? Russische Ohren, albanische Ohren? Japanische. Natürlich, du kannst weder Japanisch noch sonstige was. Wanching, Chung Chang. Ach ja, das ist übrigens ein Möchtegern Chinesisch. Du kannst weder Chinesisch noch Japanisch. Ja, Jinjiang. Jinjiang, ja. Alter, du machst dich so lächerlich, aber ist so schön. Ja, Ching Chang Chung, genau. Richtig lustiges Video mit dir, dummen Betrüger. Herrlich. Wir könnten auch eine ganze Stunde weiter telefonieren. Kein Problem. Mach weiter. Glaub ich nicht. Das ist dein Problem, wenn du nicht glaubst. Du glaubst ja sowieso nichts. Ich glaube sie sowieso überhaupt nicht. Ja, ich glaube dir ja auch nichts. Passt doch. Ich glaube ihnen keinen Cent, glaube ich ihnen. Kein Cent? Du wirst von mir auch keinen Cent sehen. Du meinst Wort, aber das ist nicht in deinem Sprachschatz, ne? Ist es eigentlich bei dir? Ich hab jetzt mal eine Frage an dich, eine ernsthafte Frage. Ist es für dich? Ich habe auch eine sehr ernsthafte Frage. Dann hör doch erstmal meine Frage an und beantworte die. Nein, du mal erstmal meine Frage. Nö, hab ich gar keinen Bock drauf. Nee. Oh, du hast gar keinen Bock drauf? Nee, weil du ja richtiger Schwachsinn Deutscher redest. Ja, genau. Du bist ja ein richtiger Deutscher. Genau, du siehst das. Woran siehst du das? Kartoffeln. Du siehst doch gar nichts. Du schläfst doch, hast du gesagt. Ja, mach ich auch. Ja, und was siehst du, wenn du schläfst? Deine Intelligenz, nämlich schwarz, und nichts. Und sie helfen mir gerade meine Schläfte aufzulassen an ihnen. Ja, das ist doch schön, das ist doch klasse, das ist doch prima. Ist doch schön, ist doch klasse. Richtig, ich verschwende meine Zeit hier. Genau, richtig, genau. Und ich verdiene mit deiner Zeitverschwendung Geld, genau.
Wie viel Prozent geben Sie mir? Das, dir soll ich Geld geben? Ja klar, komm, dann gib mir doch mal deine Kontonummer, dann überweise ich dir einen kleinen Prozentsatz. Ja, sehr gerne, aber was ist... Na, was denn, dann gib doch mal. Ne, jetzt erstmal gib mir deine Kontonummer. Ich gebe Ihnen meinen Namen, mein IBAN-Kontonummer. Ja, alles. Natürlich, ja, natürlich. Ich rufe Ihnen jeden Morgen, schick mal per E-Mail. Schick mal per E-Mail. Schick mal den Vertrag per E-Mail. Machen wir einen Vertrag zusammen, genau. Ja, genau. Ja? Schick mal her den Vertragsentwurf. Genau. Okay, sehr gut. Das machen wir. Wie viele Prozente geben Sie mir denn? Das werde ich mir dann überlegen, wie sinnvoll dein Vorschlag ist. Ich werde sagen, 25% reicht mir schon, ja? Nee, das ist viel zu viel. Warum ich würde das sagen, denn? Werde dir sagen, Sie weil deine Qualität deines Anrufes ist so schlecht, dass ich nur noch 0,25% geben. 0,25%, weil dein Anruf ist so schlecht und du bist so ein dummer Betrüger, da kannst du kein Geld mit verdienen. Richtig. Machen wir 19%. Nein, machen wir nicht. Okay, 27. Erst 25, dann 19, dann 27. Ist logisch, ne? Ist logisch, ne? Du hörst, wie dumm ja, du bist. Ja, 30, wenn dann. Ja, natürlich. 0,25, hatte ich gesagt. Danke, dass Sie so lange mit mir telefoniert haben. Ja, danke, dass... Ich habe jetzt... Zugriff auf alle Ihre Daten. Na klar! Na klar! Ist du gut! Ja, dann liest doch mal meine Daten vor. Ach nee, geht ja nicht wegen Datenschutz. Kein Problem. Ja, dann sag doch mal. Sie werden mich noch bedanken. Ja, natürlich werde ich mich nicht bedanken. Ja, genau. Genau. Ruf noch mal an, du kleiner dummer Betrüger. Genau, mach noch mal. Ja, genau, werde ich sehen. Werde ich sehen, genau. Frage noch mal wegnehmen. Bitte was? Du hattest eben eine wichtige Frage, aber ich habe dich nicht ausreden lassen. Richtig, so kenne ich dich, Betrüger, ja. Genau. Wie immer, ich lasse dich nie ausreden, weil du ein Kind bist. Ja, lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, weißt du? Du willst Deutsche betrügen, bist so schlecht und kannst doch nicht mehr Deutsch sprechen. Okay, sagen Sie mir Ihre Frage. Nö, habe ich keinen Bock mehr. Du bist zu dumm, die Frage zu beantworten. Hey, meine Kollege, der auf Englisch mit Ihnen geredet hat, ne? Der entschuldigt sich über sein Verhalten. Aber ich nicht. Ja und? Was willst du denn? Du kriegst keine Daten. Du hast keine Datensätze mehr anzurufen. Sonst würdest du deine Zeit ja nicht vergeuden mit sinnlosen Gesprächen. Du hast keine Kundentelefonnummern, die du anrufen kannst. Du hast keine Daten gekauft. Offensichtlich nicht. Dann würdest du ja Geld verdienen mit echten Opfern. Aber du bist so dumm zu betrügen. Nee, du hast nichts. Du hast gar nichts. Doch. Du hast gar nichts. Nee, hör ich nicht. Ich weiß, dass du Betrüger bist. Nein, warum sollte ich dir zuhören? Ja, du hast genug, du hast die Schnauze voll. Das ist richtig. Ja, du verdienst ja auch kein Geld mit mir. Das ist das Problem. Ja, eben. Erst hast du Geld verdient, jetzt hast du kein Geld verdient. Und ehrlich bist du ja grundsätzlich. Nee, warum sollte ich dir zuhören? Warum? Du lügst doch sowieso nur. Du bist so ehrlich wie ein Furunkel am Arsch, genau. Ach, hast du nicht verstanden? Mir so wie Rittermarsch, Alter. Ja, übrigens, meine Frage ist mir nochmal eingefallen. Ist es für deinen Job halt wichtig, so zelebral entkernt zu sein? Kannst du mir das bitte beantworten? Nochmal, ich habe Ihnen nicht zugehört. Weil ja, das ist das Problem, genau, das ist das Problem. Dein Job ist zelebral entkernt, richtig? Ja, hast du wieder nicht gehört, ne? Das ist dein gutes Deutsch, ne? Intern, genau. Ja, du hast gar nicht zugehört. Du verstehst das Wort gar nicht. Du verstehst das Wort gar nicht. Nö, warum sollte ich das? Du bist eh zu dumm, es zu verstehen. Okay, letzte Sache, was ich Ihnen sagen wollte, ne? Na klar, ja. Erschieß dich am besten. Das ist jetzt zu Ihnen zu entscheiden. Wollen Sie Ihren YouTube-Konto gelöscht haben und da wollen Sie Ihren Computer mit einem Virus haben? Lösch mal mein YouTube-Konto. Genau, mach mal. Ich glaube immer noch nicht, ne?
Nee, ich weiß, dass du keine Daten von mir hast. Genau. Das ist Danja? Was denn? Und? Leg das doch auf. Danja. Leg doch einfach auf. Was ist denn los? Habla español. Ach, du bist ja so doof. Habla español, señor. Es gibt ein Problem, was mit dir mit Zeldas von Noskeldas. Señor, habla español. Habe ich gerade gesagt. Filete de Potana. Ah, ein Eselficker. Ein Schweineficker. Ah, der Mann, der keinen Schwanz hat. Was ist los mit dir, kleiner dumme Betrüger? Dein Schwanz ist so klein, dass du ja... Das ist so klein, den findet man gar nicht. Du bist eine Pussy, ne? Du bist eine Pussy, ne? Du hast doch gesagt, du hast meine Mutter da. Das hat meine Mutter mir gesagt. Du bist doch der Ficker meiner Mutter. Genau, meine Mutter hat mir gesagt, dass dein Schwanz so... Ja, wieso? Du hast sie doch da. Dann musst du sie... Wie heißt sie denn? Die hat auch so einen Namen wie du. Ah ja, wie ist denn mein Name? Dein Name Bergmann. Name. Ja, genau so. Und du willst meinen YouTube-Kanal löschen? Und hier, natürlich. Und hier neben mir steht die Edna Buchmann. Das ist deine Frau. Deine. Ach, jetzt Frau? Mutter. Jetzt Frau und dann Mutter? Hä? Mann, bist du dämlich. Dämlich bist du. Ja, natürlich. Ich bin der Dämliche, also, der mit einem Betrüger so lange Zeit vergeudet und damit Geld verdient. Und du verdienst kein Geld. Mhm. Mhm. Du hast keine Datensätze zum Anrufen, genau. Mhm, genau so. Richtig, genau. Mhm. Nun lösch doch meinen YouTube-Kanal. Du mach doch mal. Mach ich gleich, kein Problem. Ja, genau, gut, prima. Wie heißt denn mein YouTube-Kanal? Ich rufe Sie später nochmal an und dann werden ich hoffe. Sie genauer sehen. Ja, ich hoffe drauf. Genau, ich mach mal. Ich mache noch Anydesk drauf, damit Sie das auch live sehen können. Das brauche ich nicht. Ich weiß ja, dass du ein Betrüger bist. Lösch doch einfach meinen YouTube-Kanal. Mach ich doch. Ja, gut. Deswegen mache ich Anydesk drauf und Sie kommen drin und wir schauen zu, wie ich das alles mache. Dann gib mir deine Anydesk-Nummer. Ja, gleich gebe ich Ihnen. Ja, genau. Ich rufe Sie später nochmal an und ich gebe Ihnen. Jetzt gleich und dann später. Ja, gleich und später ist ja... Was anderes. Nein, das ist nicht das Gleiche. Das ist, weil du so gut Deutsch kannst, ne? Das ist nicht das Gleiche. Du kannst so gut Deutsch, dass du sowas nicht weißt. Mhm, genau so. Genau, das wissen wir ja. Glaube ich auch. Ja, genau. Du glaubst selber, dass du dumm bist. Finde ich gut. Glaube ich auch, ja, genau. Ironie verstehen Sie auch nicht, ne? Ja, du, ich kann sogar ironisch, ich spreche auch Kakerlakisch, deswegen kann ich ja mit dir reden, genau. Kakerlake bist du? Nee, du, ich spreche Kakerlakisch, deswegen kann ich ja mit dir reden. Na, du bist Kakerlake. Du verstehst immer noch nichts, ne? Ich bin die Kakerlake, die dir in den Arsch beißt. Oh, du scheiß Kakerlake. Geh weg aus meinem Arsch. Alter, bist du lustig. Aber schön. Alter, werde ich dir guck mal, wir haben schon fast 28 Minuten schon wieder telefoniert. Und der Anruf von vorher auch noch. Das wird eine lustige Folge mit einem ganz dummen Betrüger. Genau. Echt? Echt, ja. Krass, genau. Mann. Ja, krass, Mann. Voll krass, Mann. Voll krass, ich schwöre. Ja, ich schwöre. Wallah, ich schwöre. Wallah, ich schwöre. So krass, ne? Ah. Aber können Sie mir einen Gefallen tun, ehrlich? Nee. Du, ehrlich kann man dir nichts tun. Du bist ja selber unehrlich. Nein. Genau. Nein, ich bin jetzt ehrlich. Nein, du bist nicht ehrlich. Wollen wir darauf wetten? Mhm. Wetten wir mal auf das Leben deiner Eltern. Schwörst du auf das Leben deiner Eltern, dass du ehrlich bist? Ich schwöre auf das Leben auf meiner Katze. Nein, ich rede von das Leben deiner Eltern. Schwörst du auf das Leben deiner Eltern? Die leben leider nicht mehr, deswegen kann ich... Ach, die haben sich schon umgebracht, weil ihr Sohn ein Betrüger ist? Haben die sich schon umgebracht? Das ist nicht lustig. Ja eben, du bist nicht lustig, genau.
Nein, das, was sie sagen, ist nicht lustig. Ja, warum nicht? Das, was du machst, ist haram. Nein, sie gehen gerade über die Grenzen. Über die Grenzen. Ja, natürlich, mach doch nichts. Du gehst ja auch über die Grenze. Nee, wünsche ich dir nicht. Ich wünsche dir den Tod an den Hals. Sie werden mich noch bedanken. Ich will natürlich. Das ist wieder so ein gutes Deutsch. Ich werde dich noch bedanken. Jo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Engels. Hören Sie mich? Was willst du? Herr Engels? Da ist er wieder, der lustige Betrüger. Herr Engels, sind Sie dran? Engels? Hey, du hast echt keine Datensätze mehr, ne? Herr Engels? Was ist denn los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Was ist denn los mit dir? Kannst du schon nicht mehr reden? Gibst du schon wieder auf? Na, was ist los? Man merkt deine Dummheit tatsächlich schon am Telefon. Oh, hallo Dummer. Ach, jetzt hat deine Kollegin geholt. Na, dumme Betrügerin? Wenn du lernst es nicht, ne? Alter Falter. Ach, herrlich. Schön. Die Folge wird immer länger. Herr Bergmann. Ach doch, Bergmann. Nicht, Herr, doch nicht, Herr Engel? Doch nicht, Herr Engel? Herr Engel, hören Sie mich? Engel. Der Engel, er redet nicht. Ciao ragazzi, elemento eloquendo del mondo, se ne andate? Na, dummer Betrüger, versuchst du es wieder? Elemento eloquendo del mondo, allegreando secondo demande, eloquente? Na, kleiner dummer Betrüger, hast du immer noch keine Datensätze zum Anrufen? Eloquendo del mondo, allevante? Na, kleiner dummer Betrüger? Grazie. So che ne quando nanto, ne manando e ne mande, e le che ne nendo. Und? Was willst du nun? Quento che quetta che tenta, le che ne muenta? Na, was willst du denn nun? Tabla italiano, Deutsch. Ah, Deutsch. Anadada espanola? Deutsche. Aber du weißt doch, wen du anrufst. Du kannst doch in 10 oder 20 Sprachen anrufen, deswegen bist du trotzdem nicht schlau. Italiano che buona mananza, un ragazzo, che momento. Ah, do. Ah, Germano. Amico, chi è il Germano? Parlano italiano? Sì, buongiorno. Buongiorno. Na, gibst du immer noch nicht auf? Sì, ni parlata. Willst du immer noch nicht aufgeben, kleiner dummer Betrüger? Was ist los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Ah. Sì, 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 parlato italiano. Na, was denn? Non è chiara, tutto. Guarda la teta, sacra la teta. Perché ne hai parlato? Genau, erzähl weiter. Perché ne hai parlato? Genau, erzähl weiter.
Perché si non parlata? Na, erzähl weiter. Schön. Ah, sì, sì, sì. Sì? Bitcoin, ja, sì. Na, dann erzähl doch mal. Was willst du denn? Ja. Außer betrügen. Oui, oui. Sì, sì. Ach, hast du schon verwechselt? Italienisch und Französisch kannst du schon verwechseln? Oui, oui. Sì. Ich weiß doch, dass was du Deutsch verstehst. Was ist dein Problem? Du bist ein Problem. Aber es ist gut. Du bist ein gutes Problem, weil mit dir verdiene ich Geld. Mit mir verdienst du Geld. Richtig. Gib mir doch Prozente davon. Ja, das hatten wir doch schon geklärt gerade. Dein Anruf ist doch wenig wert. Gib mir Prozente davon, dann werde ich auflegen und ihnen nie wieder stören. Oh nein, nein, nein. Wir können ja weiter. Nee, ich will ja mehr Anrufe von dir. Ist doch gut, ist doch klasse. Nein. Also, wenn Sie mir den Prozent einzahlen. Ich gebe dir gar keinen Prozent, weil du es gar nicht wert bist. Okay. Machen Sie die Einzahlung nun, Sie werden jeden Tag eine Einzahlung bekommen. Natürlich, natürlich mache ich eine Einzahlung bei dir. Genau, genau, mache ich bestimmt. Dann haben wir doch einen Deal. Dann verdienst du das Doppelte. Ja, von was denn? Ja, von den 250 Euro, was Sie einzahlen. Och Mann, es ist so langweilig. Ihr Betrüger, ewig mit euren 250, 500 oder 1000. Immer nur dasselbe. Ja, ja, natürlich. Klar, ein Bonus, na klar. Genau, Sie bekommen ja, dann, den Bonus auch auf jeden okay, Fall. Okay, prima, dann send mir mal deine IBAN, dass ich dir das überweisen kann. Nein, nein, IBAN kann ich Ihnen leider nicht geben. Ja, nö, nee, ist klar. Das Link, was ich Ihnen geschickt habe. Nee, das mache ich nicht. Nein, 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 nein. Warum das denn? Ja, ich brauche nur eine IBAN, genau. Haben Sie Angst, dass Ihre Daten geklaut werden? Nee, du hast doch meine Daten schon. Du willst doch meinen YouTube-Kanal schon löschen. Dann hast du doch meine Daten schon. Ich meinte Bankdaten. Ja, deine Bankdaten sind doch sowieso von einem Money Mule, von einem Geldwäscher. Und gib mir ruhig deine Bankdaten, dann lassen wir dieses Konto auch noch sperren. Ernsthaft? Oh, geil. Ja. Sie das bitte. Genau, mache ich doch. Dann gib mir deine schreiben Bankdaten. Sie. Genau. Schreiben Sie. Nee, schick's mir per E-Mail. Schick's mir per Nein, E-Mail. Schreiben Sie. Nein! Schreiben Sie. Schick's mir per E-Mail. Dann machen Sie aber auch eine Einzahlung, ne? Ja, natürlich. Oh, okay, schreiben Sie ja. Nein, ich sagte es doch gerade. Ich sagte doch gerade, schick's per E-Mail. 8, 9, du verstehst 4, ja nicht 6, mal Deutsch. 7, 9, ja, natürlich. 7833. Natürlich. So, ich warte auf die E-Mail. Naja, ich wollte eine E-Mail bekommen, geschickt per E-Mail. Also, schick per E-Mail. Ich sage Ihnen gerade. Das ist mir egal, was du sagst. Okay, dann schreiben Sie auf den Namen vom Empfänger. Sag mal, du verstehst kein Deutsch. Ich möchte es per E-Mail haben. Hören Sie diese Musik? Ja, genau, Scammer-Musik, ich weiß. Ne, 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 ne. Okay, was machen wir jetzt aus? Machen Sie eine Einzahlung, der Herr? Ja, schick mir die E-Mail. Schwören Sie auf Ihre Mutter, dass Sie Einzahlung machen? Na klar, so wie du schwörst, genau, auf deine Katze. Schwör mal auf deine Mutter. Walla, ich schwör. Walla, ich schwör. Walla, ich schwör. Ich schwör auf alles. Ich schwör auf jeden Scammer, der mich anruft. Genau. Ah, yeah. Yeah. Da hast du dich reingelegt. Ich hab mich gesagt, eingelegt. Ich höre auf alles. Hast du gesagt. Also Sie müssen jetzt die Einzahlung machen, ne? Ja, na klar, mach mal, schick mal. Aber machen Sie die Einzahlung, wenn ich schicke. Na klar, na klar. Weil wenn Sie das nicht machen, was dann? Sehr wichtig. Dann bekomme ich eine Strafe, ne? Genau, vor die Haustür sogar. Von wem? Von mir persönlich. Ja, ja, genau. Du kannst eine Strafe machen, ne? Ja, genau. Hast du schon von Mokro-Mafia gehört? Ach, du bist ja nicht Mafia. Du bist ein kleiner, dummer Betrüger. Genau. Ich bin Mokro-Mafia. Du bist gar nicht. Du bist eine Null. Du bist ein Anfänger. Ganz schlechter Betrüger.
Siehst du die ganzen Crack-Dealer, die am Bahnhof sind bei Hamburg da? Das sind alle meine Dealer. Ja, natürlich. Na klar, logisch. Und du bist wahrscheinlich... Und du bist so reich, dass du gar nicht mehr scambaiten musst. Du könntest eigentlich in Dubai sitzen, aber nee, du bist ja nicht. Du bist so schlecht, dass du in deinem kleinen, verschissenen Scambaiter-Laden sitzt und die Leute versuchst zu betrügen. Du verdienst doch gar kein Geld. Du bist ein Minderverdiener. Du bist ein Idiot. Du bist ein... Quadratmeter-Laden. Ja, ja, natürlich. 2 Quadratmeter-Laden, ja, nicht 200. 200. Ja, ne, genau. Und hier sitzen gerade über 30 Leute mit. Ja, natürlich, natürlich. Wir sind alle Kaffee am Trinken. Natürlich, na klar. Weil mir gehört ein Laden. Eine Laden auch, ja, genau. Bei Kaffee. Ja, bei Kaffee. Genau. Genau, ja, genau. Und das ist in Marokko. Ja, natürlich, genau, ja. Natürlich. Ich glaube dir all das, auch, was du sagst. Du glaubst auch kein Wort, was ich sage, ne? Nee, weil du Betrüger bist. Deswegen glaube ich kein Wort. Ja, aber auch ein Betrüger... Ist dumm, richtig. Ein Betrüger ist dumm, richtig. Ein Wort ist richtig. Deswegen, ein Betrüger ist dumm, richtig. Und das hast du jetzt klar bewiesen, dass du ein dummer Betrüger bist. Okay, jetzt machen Sie eine Einzahlung, der Herr. Wie oft soll ich das noch sagen? Ich habe kein Geld. Und ja eben, ich habe ja, du bist ja selbst zu arm und zu dumm, eine E-Mail zu verschicken. Und wenn Sie... Nee, warum sollte ich? Ich meine das gerade sehr ernst. Nein, du lügst. Also... Sie glauben die ganze Zeit, dass ich ein Betrüger bin oder ich so weiß, dass du ein Betrüger bist. Ich bin kein Betrüger. Doch, ich weiß ich. Ich rufe dich an, um meine Zeit zu verschwenden, weil ich habe keine Arbeit heute vorgestellt. Richtig, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Du hast keine Datensätze mehr, um Leute zu betrügen. Genau das habe ich dir doch gesagt. Wenn Sie denken, dass ich ein Betrüger bin, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist kein Denken, das ist Wissen. Das ist Wissen, richtig. Doch, du bist ein Betrüger. Zum ersten Punkt, ich bin kein Betrüger. Doch, du bist ein Betrüger. Und der zweite Punkt. Ja, richtig. Das habe ich dir ja auch schon gesagt. Das habe ich dir ja auch schon gesagt. Du hast keine Datensätze, um anzurufen, dass du keine Betrüger betrügen kannst. Wenn Sie eine Einzahlung machen und dann nach einer Woche die Ergebnisse sehen, werden Sie mich noch 10-mal bedanken und sagen, sorry, dass ich ihn als Betrüger genannt habe. Na, natürlich, na klar, na klar. Alter Falter. Das kann ich Ihnen zu 1000% versprechen. Was sind denn 1000%? 1000% ist die Prozente vom Prozent im 1000. du hast keine Ahnung. Bist du ein Broker? Nein, ich bin nur ein Mitarbeiter. Ja, genau. Du hast von der Börse so wie eine Broker? Du hast von der Börse keine Ahnung, richtig? Das weiß ich. Nein, habe ich auch nicht. Ja, richtig, weiß ich doch. Ja, ich muss nur die Leute zum Einzahlung bringen. Ja, genau, betrügen und das ist halt. Ist halt alles legal? Nein. Nein, das ist nicht alles legal. Doch. Ja, welches ist denn deine Firma? Wenn das nicht legal ist, warum welches kommt, ist denn deine Firma? Komm dein Kollege. Welches ist denn deine Firma? Ich habe Ihnen nochmal gesagt, Luno Invest. Du hast schon. Ja, ja, okay, dann sag mir doch mal deine Referenznummer von Luno Invest in England. Schreiben Sie auf. Ja, gut, dann sag mal. 3-0. 3-0, ja. 4-6. 3-0, 4-6. 7-2. 7-2. 7-1-6. 7-1-6 ist keine Referenznummer, weiß ich jetzt schon. Eine Referenznummer hat immer nur 6 Ziffern. Okay. Stimmt schon nicht. Das ist unsere Referenznummer. Nein, ist falsch. Ich meine das ernst, das ist unsere Referenznummer. Nein, ist falsch. Ich habe es gerade überprüft bei der FCA. Unfortunately, we didn't find any results matching your search term. Das ist keine Lizenznummer. Okay. Okay, ja. Krass. Ja, krass, wusste ne? Ich gar nicht. Ja, genau. Das ist so viel, wie du so vieles gar nicht weißt. Du bist eben halt ein dummer Betrüger. Richtig. Ja, okay, der Herr. Also Herr Bergmann. Also?
reden wir mal ehrlich, ja? Also, ach nein, das hatten wir doch schon. Ehrlich bist du doch nicht. Wieso solltest du ehrlich reden? Ich war doch ehrlich zu dir. Nein, du bist nie ehrlich. Ich war auch nett zu dir. Aber trotzdem bist du nicht ehrlich. Ich habe auch dein YouTube-Videos für heute gemacht, für 3 Tage sogar. Nee, das ist so inhaltslos, das muss ich in einem Video machen. Weil halbe Stunde, eine Stunde und 13 Minuten, eine Stunde und 15 Minuten, sagen wir mal. Ja und? Ja, aber da haben sie schon ihre Geld gemacht, was sie richtig, natürlich. Aber das ist so schlecht, dein Video. Die Leute werden sich darüber totlachen, wie dumm du als Betrüger bist. Das kann ich nur in einem Video verarbeiten. Oh, das ist schade. Dann rufe ich ihn morgen nochmal an. Natürlich, immer gerne. Ach, du hast vergessen, noch deine Referenznummer zu nennen. Deine hat echte. Nee, das ist ja keine Referenznummer. Ja, okay, 67. 67, ja. 2716. 2716. Sollen wir das mal überprüfen? So, und wie heißt deine Firma? Meine Firma, 4 Jahre alt. Nein, ich habe gefragt, wie heißt deine Firma mit dieser Lizenz? Luna Invest. Nein, ist falsch. Die Lizenz ist von einer anderen Firma. Ja, das werde ich dir nicht sagen, du kannst das doch selber googeln und finden. Das ist nicht die Luna Invest. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Boah, krass. Ja, voll krass, du bist halt ein dummer Betrüger. Wie schlau sind sie denn? Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen schlauer als du auf jeden Fall. Ja, okay, machen Sie jetzt eine Einzahlung? Ja, natürlich, habe ich doch gesagt, du brauchst mir nur die E-Mail schicken, ich habe noch keine E-Mail bekommen. Aber schwören Sie auf Ihre Mutter, Sie machen Einzahlung? Du, ich schwöre genauso echt wie du bist, ne, genau. Du schwörst genauso echt wie ich bin, das heißt also, ja, genau, okay, ich schicke Ihnen das E-Mail. Ja, genau, ich warte, ich bleib dran. Welche IBAN-Nummer haben wir bereit, um Ihnen zu schicken? Genau. Okay, schicke ich jetzt. Genau, ich warte. Ich bleib dran. Sie waren der Herr Bergmann hier, Hein Bergmann. Hein.bergmann@mailbox.de, genau? Wieso? Kennst du meine E-Mail-Adresse nicht? Ich habe Ihnen gesagt, ist das die E-Mail-Adresse? Nein. Das haben Sie ja getauscht. Nein, ist nicht meine E-Mail-Adresse und ich habe sie nicht vertauscht. Ihr habt einen Datensatz gekauft mit einer richtigen E-Mail-Adresse und an diese E-Mail-Adresse sollst du bitte schicken. Bist du nicht mehr in der Lage, eine E-Mail-Adresse zu kopieren? Hast du einen falschen Datensatz gekauft? Nee, bin ich. Ja, bist du, genau, bist du. Kusch. Der Herr, ich schicke Ihnen die Bankdaten jetzt, ich rufe Sie wieder in 5 Minuten an. Na klar. Okay? Na klar. Ich meine das ernst, was sagen Sie? Na klar. Naja, ich sag na klar, logisch. Wie mach ein doch. Kleines Mädchen. Mach doch. Du bist doch das kleine Mädchen. Du bist doch die dumme Tussi. Ei, Schnauze. Komm, reg dich noch mal ein bisschen auf. Hallo? Da ist er ja wieder. Na? Möchtest du gar nichts sagen? Oh, Herr Bergmann, hallo. Da ist er ja wieder. Was ist los mit dir? Haben Sie schon Ihre E-Mail bekommen? Ich habe Ihnen das E-Mail schon geschickt. Schauen wir doch mal nach. Nein, ja, habe ich bitte nicht bekommen. Nein. Schauen Sie auf Ihre Spam-E-Mail. Natürlich. Ja, nix da.
Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ist mir klar. Das war mir klar, dass du nicht mehr, dass du nicht mal E-Mails versenden kannst, weil du so dumm bist. Ja. Ja. Mhm. Hm, genau. Mhm, genau. Ja, genau. Okay, was machen wir jetzt? Wie machen wir das aus, damit wir aufhören, mit ihm zu telefonieren? Nein, wollen wir, das will ich doch gar nicht. Du kannst jeden Tag anrufen. Nein, nein, ich will das aber. Ja, das ist dein Problem, was du willst. Das interessiert mich ein Scheißdreck, was du willst. Ja, ich will, dass sie bei uns investieren. Wie denn? Du bist ja nicht mal in der Lage, eine E-Mail zu versenden. Du hast ja nichts geschickt, das ist ja das Problem. Ja doch, ich habe Ihnen am Freitag schon das Ding geschickt. Nee, Freitag, lass mich gucken. Freitag war unter welchem Namen? Freitag 18 Uhr Lunar Invest. Freitag 18 Uhr. Das Freitag war der erste, ne? Nee, tatsächlich nichts angekommen. Tatsächlich. Also ich weiß nicht, wo Ihr Kopf ist, aber Freitag war nicht der erste, das war der vierte. Ach so. Ah ja, richtig, der vierte, genau, der vierte. Das ist ja nicht mein, das ja, Kopfproblem, genau, so. Das ist ein Kalenderproblem. So, ich habe am vierten von Luno Invest habe ich nichts bekommen. Dann von Prime Invest. Ach siehste, das war der Scheiß. Ja genau, mit der Adresse primeinvestcompliance@gmail.com, richtig? Ja. Ja genau, genau, eine Gmail-E-Mail-Adresse, genau, ich weiß. Eine, ja, dann machen ein, einfach die Einzahlung davon. Nein, das hatte ich dem, das hat, ja, natürlich, ich wollte eine IBAN haben und ich habe keine IBAN bekommen. Ja, und ich habe Ihnen ja gesagt, ich keine IBAN, wenn Sie direkt Einzahlung machen. Nein, mache ich nicht. Nein, ich mache nicht. Nein, das hatte ich jetzt am Freitag auch gesagt. Welche Firma macht mit IBAN bitte? Jede reale Firma macht das mit IBAN. Nein. Doch. Sie haben IBAN, ja, aber keine nein, öffentliche IBAN. Eine öffentliche IBAN, eine Firma hat immer ein Konto mit einer IBAN-Adresse. Stimmt genau. Gar nicht. Natürlich, ich arbeite doch auf der Börse. Das ist halt, das beweist nun mal, dass du keine Ahnung hast von der echten Börse. Und weißt auch nicht, wie Firmen funktionieren. Du bist halt einfach okay, nur ein dummer Betrüger. Okay, erklären Sie mir, wie das funktioniert. Nee, das muss ich ja nicht. Wenn du eine echte Firma ja, bist... Sie sind doch so schlau. Sie sind richtig, so ich bin, schlau. Ich bin schlau, mir. Dich als Scammer und Betrüger zu entlarven. Genau. Na, gib schon auf. Ich gebe nicht auf. Ja, dann mach weiter. Aufgeben ist keine Lösung, habe ich gehört. Nee, Lösung schon, aber keine Option heißt der Spruch eigentlich. Du kennst ja nicht mal deutsche Sprichwörter. Aber keine Lösung auch. Nein. Aufgeben ist manchmal eine Lösung einfach. Nein, das ist aufgeben ist manchmal eine Pflicht, wenn man total auf einem hoffnungslosen. Du musst mich einfach mal ausreden lassen und das beweist, nein, dass du ein Betrüger bist. Gar genau. Nicht. Ja, eben deswegen sage ich ja, du beweist damit ja, dass du ein Betrüger bist. Genau. Jede normale Firma würde mich ausreden lassen als Kunden. Und ihr seid Betrüger. Ja, der Kunde ist König. Ja, aber bei dir nicht. Bei dir ist ein Kunde ein Opfer. Und kein Kunde, sondern ein Opfer. Nein, Kunde ist König. Bei mir auch. Nee, bei dir ist der Kunde nur ein Opfer. Du hast ja keine Kunden, du hast nur Opfer. Okay. Ich sage Ihnen nur eine letzte Sache, ne? Auch schon nehmen wieder? Nehmen Sie alle Leute, was Sie bei Luna investiert haben und Sie können alle durchfragen. Alle haben Sinn vom... Na was denn? Überleg doch erstmal, was du sagen willst. Geworden. Du überleg doch erstmal, was du... Sortier doch mal deine Worte, bevor du irgendwas stammelst. Nein. Du stammelst rum. Nein. 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 Doch. Ach doch. Du stammelst also doch um? Ah nein, doch nicht. Nein, nein, nein. Na? Nein. Was denn nun? Was willst du nein, denn nein, nun? Nein, nein, niemals. Ja, was denn niemals? Was denn niemals? Niemals, niemals, nein. Ja, was denn niemals?
Deine... Nein. Ach, herrlich. Wir haben schon über 70 Minuten. Die auf unserer Webseite haben. Nein, Betrüger-Accounts. Betrüger-Accounts. Nicht Training-Accounts. Das sind keine echten. Nein, du bist doch keine Firma. Du bist. Du, 58? Ja, ja. Oh, nee. 58? Nee, nee, dann doch nicht. Noch mehr. Oh, ach, ich hab gedacht, aber da sind 58. 50 Millionen, wie sagt ne? man das eigentlich? Ja, nee, das sind 358. 358 Training-Accounts, ja, natürlich. Na klar, logisch. Alle angemeldet und alle entweder nicht bezahlt oder betrogen worden. 385. 427.000. Du kannst ja nicht mal Zahlen vorlesen. Natürlich kann ich. Nee. Nee, kannst du nicht. 387345. Ja, und? Was ist das für eine Zahl? Wie heißt die Zahl? Das ist 100.000. Ach, auf einmal geht's dann echt. 300.000. Du bist ein angeblicher Deutscher, sprichst kein Deutsch, hast keine Lizenz und bist nicht mal in der Lage, Zahlendeutsch vorzulesen. Hä? Fällt langsam auf, ne? Ihnen am Verarschen die ganze Zeit. Ja, natürlich, du verarscht. Zuckerblatt. Zuckerblatt. Du kleiner Bimmel. Ja, genau. Mach weiter, ist gut. Klasse. Bimmelkopf. Ja, genau, weiter. Und? Bimmelkopf. Ja, mehr kannst du nicht. Hast du keine Schimpfwörter? Hast du nicht mal Schimpfwörter gelernt? Ach, nur ein Schimpfwort? Och, ist aber schlecht. Bimmel. Ja, du wiederholst dich. Aber mach mal weiter. Ja. Ich hab jetzt. Was hast du jetzt? Verschwendet und sehr viel Zeit ihnen verschenkt. Ja, richtig. Das war mein Hintergrund hinter der Geschichte. Dass du deine Zeit bei mir verschwendest. In der Zeit, in der du mit mir telefonierst. Das habe ich auch sehr gerne gemacht. Genau, in der Zeit, in der du mit mir telefonierst, kannst du keine echten Opfer betrügen. Genau. Deswegen können wir gerne noch stundenlang weitermachen. Kein Problem. Hast du nicht verstanden, ne? Ist klar. Na, habe ich doch verstanden, aber ich schlafe einfach mit ihnen, weil sie denken auch. Ja, mit. Ja, das weiß ich doch schon. Das weiß ich doch schon, dass du Betrüger bist. Das weiß ich doch. Ja, natürlich. Beweisen Sie es mir. Ja, das hatte ich doch schon gemacht. Die Lizenznummer, die du mir genannt hast, ist von einer anderen Firma. Du sagst deine Adresse nicht, du bist ein Betrüger. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt doch. Du kannst mir deine echte Lizenznummer nahe sagen. Sag mir deine echte Lizenznummer. Soll ich Ihnen was erklären? Nee. Über unsere Firma? Ja, ich weiß. Ich ja, natürlich werde ich mich dankbar stellen, weil du so gut Deutsch sprichst. Die Sache ist, wenn Sie eine Einzahlung machen über diesen Link, was ich Ihnen geschickt habe, dann verliere ich mein Geld, richtig. Kennen Sie dann verliere ich mein Geld, genau. Ach, jetzt kommt wieder. Ach, jetzt kommen Sie wieder. Der Autorobotertrainer, ne? Der Robotertrainer, ne? Genau, natürlich. Der nicht funktioniert. Du fakest. Ja. Das versuchen ja viele Betrüger mit dem Robotrading. Sie werden von diesem direkt eine E-Mail bekommen mit ganzen Lizenznummern. Ja, natürlich. Natürlich. Bevor Sie das nicht machen, werde ich Ihnen nochmal sagen, Sie kriegen keine Informationen. Ja, eben, weil du keine Informationen hast und ich werde auch nicht einzahlen bei einer Firma, der mir ihre Lizenznummer nicht nennt. Eine Firma muss die Lizenznummer immer auf der Webseite haben. Auf ihrer Webseite haben wir sie nicht. Dann haben sie mir eine Lizenznummer gesagt, die ist von einer anderen Firma. Sie sind ein Betrüger. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich, habe ich doch bewiesen, aber du bist zu dumm, es zu verstehen. Ach nee, du darfst es ja auch nicht verstehen. Gehen Sie auf Luna Invest. Ja, nein. Habe ich gar keinen Bock drauf. Du bist zu dumm, du bist ein Betrüger. Ich habe Luna Invest schon lange überprüft. Schon seit wann? Schon seit letzter Woche, tatsächlich. Ich wusste schon letzte Woche, dass ihr Betrüger seid. Okay.
Das freut mich. Ja, genau. Gut, wir hast du also... Informationen. Nee, ich habe richtige Informationen. Ja, du okay, kannst... Dann wünsche ich... Na, was denn? Was wünschst du mir denn? Ich wünsche dir den Tod an den Hals. Ich wünsche dir einen schönen Verkehrstod. Einen schönen Tag erstmal. Ja, du wolltest doch noch anrufen nochmal. Und eine E-Mail schicken. Nee, Bock mehr. Ach, jetzt auf einmal gibst du schon auf? Hast du verloren? Irgendwie hast du schon verloren, dummer Betrüger. Hast du schon verloren. Ach, übrigens, du wolltest auch noch meinen YouTube-Kanal sperren. Was denn damit los? Ja, genau. Ich denke, das hast du schon gesagt. Ich denke, du hast ihn schon gesperrt. Komisch, ist gar nicht gesperrt. Komisch, ne? Kein Problem, gleich, komm drauf. Ja, genau, du bist ein Maulheld. Du bist einfach nur ein Maulheld. Mhm. Ja, du bist okay. Ein Angeber. Und dann auch noch so schlecht. Ist, dann werden sie, wenn ja, sie ja, ja, genau. Wissen, dass ich das denn nicht sperre. Ja, Entsperre oder Sperre? Hä? Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Entsperre. Was heißt denn entsperren? Erklär mir mal, was entsperren heißt. Entsperren ist das Gegenteil vom Sperren, du. Ja, und du wolltest meinen Kanal doch sperren. Und nicht entsperren. Ja, ich werde das sperren und sie werden mich bitten, um das natürlich, natürlich. Ich warte drauf. Oh, komm, verpiss dich, was denn, verpiss du dich doch, leg du doch auf. Du hast mich doch angerufen. Leg du doch auf. Nö, ich leg nicht auf. Wir können noch Stunden weitermachen. Ich habe Stunden weiter lustiges YouTube-Material. Na, was los? Ah, jetzt hast du die Warteschleife eingesteckt. Sehr gut. Grüezi. Hallo. Ist da kostenfreie Musik? Höre Hello, ich da sir? Kostenfreie Musik im Angebot? Grüezi. Hallo, sir, can you hear me? Hier ist der Sepeschelberg, kann ich Ihnen weiterhelfen? Hello, sir, my name is Antonio Di Barchio. Können Sie bitte auf Deutsch sprechen? Ich kann kein Englisch. Ich kann nur Schweizerdeutsch. I cannot speak Deutsch, I can only speak English. Can you speak English, please? Dann hast du nein, kann ich nicht. Ich kann mit Ihnen auf Schweizerdeutsch reden. Das geht. Ich kann kein Englisch. I don't understand you. Can you speak please English? I'm the supervisor. Ich kann kein Englisch, du Suppenkasper. Ich kann kein Englisch. Hello, sir. Can you speak English? Er versteht dich ganz genau. Hier ist auch kein Sir, hier ist nur ein Herr Peschelbär. Was kann ich für Sie tun? Sie müssen Deutsch reden. Sprechen Sie Englisch? Nein, ich spreche kein Englisch. Sprechen Sie Deutsch? Ja, sonst kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Er ist raus. Ist er raus. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Tag. Mein Name ist Matthias Hoffmann. Ich rufe Sie von der Firma Prime Invest. Ach, ah ja, da ist er wieder, unser Betrüger. Wie geht es dir? Na, kleiner Betrüger. Wie geht's dir? Hervorragend. Immer wenn ich dich höre, freue ich mich. Wieder ein neues Video für YouTube. Du das wolltest mir doch. Mich sehr. Du wolltest das mir. Mich ja, sehr ja, sehr du weißt. Mir, du wolltest. Du wolltest mir doch. Du wolltest mir doch eine E-Mail schicken. Hab ich doch Ihnen geschickt. Nee, hast du nicht. Ernsthaft, haben Sie noch nicht bekommen? Nein, hast du nicht geschickt. Du bist zu dumm zum E-Mail verschicken, richtig? Ich habe das zweimal geschickt sogar. Ja, an wen denn? An Ihnen. Ja, und wie ist da die E-Mail-Adresse? Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Ja, lies doch mal vor. Habe ich Ihnen tausendmal vorgelesen. Nee, was soll dann ich nochmal vorlesen? Ja, weil du kennst meine E-Mail-Adresse gar nicht, sonst wäre ja die E-Mail angekommen. Ja, okay, einen kleinen Moment. Ich ja, lese ihn ja, genau. Kleinen Moment, bitte. Ja, wie immer der kleine Moment. Sie haben doch den kleinen Moment, wie immer. Ja, für dich habe ich jeden Moment übrig. Ja, das freut mich zu hören. Jede Zeit, die du mit mir verschwendest, ist doch hervorragend. Und Bergmann.
Ich finde Herr Bergmann nicht. Ja, das hab ist dann. Das heißt, das liegt dann an deiner fehlenden Intelligenz, richtig? Nee, ich habe das gelöscht anscheinend. Ja, das ist ja dann dein Problem. Da kannst du mir auch keine E-Mail senden. hein.bergmann@mailbox.org. Ach, guck mal, auf einmal geht's doch. Sie wollen nur die IBAN-Daten, mit was ich verstanden habe, oder? Ja, naja, deine Lizenz, deine IBAN-Daten, deine Adresse, all das, was eine seriöse Firma weitergibt. Okay, die Lizenznummer können Sie, wie gesagt, auf die Webseite finden. Oder werden ja, Sie bei E-Mail liest, bekommen ja, genau. Mit dem AI. Ja, genau. Dann lies mal vor oder genau. Lies ja, doch mal vor, also, lies doch mal selber vor. Welche Lizenznummer? Ich schicke jetzt Ihnen nochmal diese E-Mail. Na, du hast sie ja doch gar nicht geschickt. Ja, schicke ich Ihnen jetzt gleich. Ja, gut, ich warte am Telefon. Warten Sie am Telefon dann? Natürlich, bis du wieder auflegst, wie letztes Mal. Nein, ich schicke Ihnen das jetzt. Natürlich. Warten Sie nur ein kleines Moment. Natürlich. Du legst doch sowieso gleich wieder auf. Na, findest du schon wieder nicht? Bist du wieder zu dumm? Du legst ja sowieso auf. Okay, ich stumm mich dann einfach mal. Ja, dauert ein bisschen länger bei dir, ich weiß. Ich schneide da mal weiter mein lustiges Video über deine komische Firma. Kannst dich ja melden, wenn du dann fertig gesucht hast. Warten Sie mich da? Ach ja, da ist er wieder. Ich rufe Sie dann gleich wieder ja, zurück, ja, wenn Sie keine Geduld haben. Doch, ich hab jede Zeit der Welt. Ich warte immer ja, noch. Sie reden ja die ganze Zeit Deutsch und... Ja, und du verstehst kein Deutsch. Genau. Du verstehst ja kein Deutsch, das weiß ich ja. Freut mich, dass es... Ja, jetzt weißt du schon nicht mal mehr, was du sagen willst, weil du so schlecht Deutsch sprichst. Du findest ja nicht mal deine Worte. Genau so. Sortiere doch erstmal deine Worte, bevor du sie aussprichst. Ja, genau. Das ist genau so. Genau. Sie haben recht. Genau, ich weiß. Ich rufe Sie gleich zurück ab, dass ich mir geschickt habe, ja? Ja, natürlich. Jederzeit. Alles klar, dann bis später. Ja, immer gerne. Na? Na, hallo, schönen guten Tag. Ja? Haben Sie bitte Ihre E-Mail bekommen? Nein. Schauen Sie mal. Ah, so, schauen wir doch mal. Mhm. Okay. Und was soll das sein? Das sind die Bankdaten, was Sie gebraucht haben. Ja, nein, das ist ja... IBAN-Nummer, Name vom IBAN und... Ja, gut, okay, sehr schön. Das Code, worunter Sie die Überweisung machen. Die. Ja, genau. Ich schick's dann an die BaFin zum Überprüfen. Ne? Und, wo schicken Sie das? Ja, an die BaFin natürlich. Aber du wolltest mir doch deine Lizenz noch mitschicken. Wo ist die denn? Die wollte ich Ihnen nie schicken. Die ja, die wollte... Sie vom AI gesendet. Vom AI? Was ist denn ein AI? Was heißt denn AI? Was heißt denn AI? Das ist ein Roboter. Ach, was heißt denn AI? Was heißen diese zwei Buchstaben? Oh, Junge. Ach, weißt du auch nicht? Bist du dazu auch dumm? Zu dumm? Bist du auch dazu ja, zu dumm? Ich bin. Ja, das weiß ich doch. Du hast keine Ahnung, du bist ein schlechter Betrüger. Natürlich, weiß ich doch. Also, der Herr, wollen Sie die Überweisung machen oder was ist mit Ihnen jetzt? Ja, wie gesagt, will ich deine Lizenznummer wissen. Hatte ich dir auch gesagt, aber du verstehst ja nichts. Die kriegen Sie über E-Mail. Nee, die kriege ich. Ja, gut, dann warte ich drauf auf die E-Mail. Ja, Sie müssen erstmal... ich soll erst einzahlen, bevor du beweist, dass du eine echte Firma bist. Natürlich, bevor Sie Kunde werden, kann ich Ihnen über die Firma
ein typischer Betrüger. Erst einzahlen 250 Euro und dann zeigen wir, dass wir eine Betrüger sind, indem wir keine Lizenz haben. Genau. Genau. Wollen Sie das Glitchen sehen? Natürlich. Wie oft sollte ich das denn noch sagen? Ja, dann machen Sie doch die Einzahlung. Bist du so doof oder glaubst du es einfach nicht? Kein Mensch der Welt zahlt irgendwo ein, bevor er nicht die Lizenznummer weiß und überprüft hat. Kein Mensch der Welt. Das ist eine Lüge. Nein, das ist keine Lüge. Sagen wir mal das so. Das ist eine Lüge. Keine dumme, Firma, dumme Kunden. Eine echte Trading-Firma hat ihre Lizenznummer sogar auf der Webseite stehen. Ihre echte Lizenznummer. Okay, gehen Sie bei Blockchain. Finden Sie deine Lizenznummer? Gut, okay. Okay, dann gib mir doch mal. Was ist denn die Blockchain? Erklär mir das mal. Gehen Sie auf Blockchain. Meine Frage ist, was ist die Blockchain? Erklär mir einfach, was ist die Blockchain? Erklär mir einfach, was die Blockchain ist. Erklär doch mal. Kannst du nicht. Du kannst doch gar nicht. Ich habe gefragt, was ist die Blockchain? Du weißt nicht, was die Blockchain ist. Was ist die Blockchain? Also du weißt noch nicht mal, was die Blockchain ist. Okay. Und bei dir soll ich einzahlen? Ich weiß, was die Blockchain ist. Du weißt es nicht. Nein, Sie wissen es anscheinend ja nicht. Ja, anscheinend weiß ich mehr als du. Sie wollen nur Ihre Frage vorstellen. Anscheinend weiß ich mehr als du, weil du ein dummer Betrüger bist. Du weißt nicht, was die Blockchain ist. Genau. Du könntest es ja erklären. Was ist die Blockchain? Gib mir deine Lizenznummer. Die Lizenznummer steht übrigens nicht in der Blockchain. Ach, ja, weißt du ja nicht. Bist du ja zu dumm zu. Stimmt, richtig. Ja, du bist ja der Dumme hier. Ja, natürlich, natürlich. Deswegen rufst du mich dauernd an und sorgst dafür, dass ich ein lustiges Video auf YouTube mache. Genau, deswegen weil ich einfach meine Langeweile vertreibe. Ja, das hatte ich ja schon gemerkt, dass du keine Nummern zum Anrufen kriegst, weil deine Geschäfte als Betrüger sehr schlecht laufen. Du hast keine Datensätze mehr. Du hast schlechte Datensätze gekauft oder gar keine gekauft. Das ist das Problem. Echt? Ja, echt. Ich weiß das. Ich kenne dein Spiel schon seit Jahren. Siehst du mich? Sag mal, bist du eigentlich dämlich, ne? Du bist dämlich, ne? Siehst du mich? Bist du dämlich? Ja, du bist dämlich. Hast du schon gemerkt? Dumme Frage, ne? Ich habe Kamera aufgemacht. Siehst du mich? Ja, natürlich. Natürlich sehe ich dich. Du hast keine Kamera aufgemacht. Mann, bist du dämlich. Wir telefonieren. Komm, wir gehen auf ein Meeting. Ja gut, dann gib mir mal deine Anydesk-Nummer. Schreib auf. Okay. Augenblick. Augenblick auch, warte. Ja, musst du erst suchen, ja, genau. Ich muss das mal aufmachen, ja? Nochmal. Na klar. Na, hast du Andy das zugemacht? Ja, gehen Sie, schreiben Sie auf. Ja. 37. 37, nee. 5-6. Ja. 8-7. 8-7. Und du bist ein Hurensohn. Siehste, das wusste ich, genau. Das wusste ich, dass du zu dumm bist. Genau. Herr Stegmüller, ich habe hier einen Radiohörer. Darf ich den einmal dazu schalten? Ja, stellen Sie dazu. Eine Frage stellen an den dummen Betrüger. Ja, stell mal durch. Jo Moinsen, bist du so ein komischen Telefonbetrüger da an der anderen Leitung? Das war eine Frage an dich, Herr Betrüger. Du bist live im Radio. Okay. Ich höre das gerade in Radio Hamburg. Mit anderen 8 Millionen Hamburgern hören wir dich gerade. Bist du wirklich so blöde oder hast du das lernen müssen? Hast du die Frage verstanden? Nee, hat er nicht verstanden. Weil deine Verbindung ist sehr schlecht. Ja, das ist ja deine Verbindung, die sehr schlecht ist. Nee, meine Verbindung ist sehr gut. Ja, natürlich, ganz klar. Nur die Verbindung zwischen den Ohren ist, glaube ich, nicht ganz so hervorragend bei dir, ne? Das ist das große Vakuum, was der Betrüger zwischen den Ohren hat. Ja. Ach so, daher der Spruch, ein Vakuum. Er hat es im Kopf, aber er kommt nicht drauf. Das wird wahrscheinlich so sein. Nochmal zur Erklärung für meine Betrüger, für meine Zuhörer. Die Betrüger rufen mich an, weil ich sie sehr geärgert habe
Und deswegen verschwenden sie ihre Zeit mit mir, um sich selber lächerlich zu machen. Das klappt hervorragend, zumindest bei dem Exemplar. Ja, das kann er gut. Und jetzt traut er sich nicht mehr zu etwas zu sagen. Ah, er traut sich doch was. Weißt du? Du Betrüger, das gibt einen Spruch, der passt auf dich wie die Faust aufs Auge. Soll ich dir den mal sagen? Willst du den mal hören, den Spruch? Sie wissen nicht, was sie tun. Meine Adresse, ja, kennst du haben. Das ist die Otto-Groth-Straße in Hamburg, Nummer 5, 2105 und Dornig. Da kannst du hinkommen. Ja, eben ein anderes. Der 2 Zoll Rohrzange habe ich für dich. Dann kann ich dir mal ohne Betäubung die Kniescheibe amputieren. Hä? Eben eine andere Adresse, jetzt eine andere Adresse. Ja, du sprichst ja nur gerade mit einem Zuhörer im Radio. Wolltest du auch meine Adresse haben, oder hätte ich das falsch verstanden? Das ist der gleiche Stimme, du keiner. Wir reden doch nur gleichzeitig. Also wie kann das dieselbe Stimme sein? Gar nicht richtig. Mann, bist du dämlich. Natürlich reden wir gleichzeitig. Das ist jetzt schon wieder. Das, ja. Ein hintereinander. Natürlich nicht. Wir reden jetzt mal gleichzeitig. Hallo Hörer, ja, hallo? So, und jetzt hörst du mich und hörst den anderen auch. Jetzt hörst du beide. Jetzt hat er gesagt, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wir sind hier zwei verschiedene natürlich. Leute. Natürlich, das ist ja klar. Okay, der Hörer, hören Sie mich? Ich höre dir, ja. Was kann ich für dich tun? Der Mann hier, der denkt, ich bin ein Betrüger, aber ich bin kein Betrüger. Ich verschwende einfach meine Zeit mit ihm und mache meine Arbeit durch. Warum verschwendest du denn deine Zeit mit ihm, du Dussel? Hast du nichts zu tun? Nee, gerade nicht. Heute überhaupt nicht. Ich bin zu Hause, liege zu Hause, in meiner Ruhe. Richtig, zu Hause bist du nicht. Ich habe ja schon 3 Leute im Hintergrund bei dir gehört. Aber wenn du keine Konten mehr hast oder keine Daten mehr hast, die du anrufen kannst, dann haben die Scambay das ja gute Arbeit geleistet. Sie können gerne bei mir vorbeikommen. Gellnerstraße 26 in Köln, EPSS-Bahn. Du weißt doch gar nicht, wo Köln liegt. Welche Straße war das? Welche Straße war das? Gellnerstraße 26. Du, denn von da aus siehst du ja den Michel, ne? Richtig? Das ist doch die große Kirche in Köln, der Michel, ne? Siehst du den da? Nein, die ist zu weit weg. Der Michel ist zu weit weg, ja, das glaube ich wohl. Das liegt an deinen schlechten Augen, Betrüger. Das glaube ich wohl. Du bist genauso wenig... Der Betrüger fickt deine Mutter. Ja, wie denn? Ja, dann sag doch mal. Meine Mutter hat mir doch schon gesagt, dass dein Schwanz viel zu klein ist zum Ficken. Du steckst deinen Schwanz doch nur in Esel und in Schweine. Nee, die hat sich ja totgelacht. Sie hat sich ja totgelacht über deinen kleinen Schwanz. Weißt du, du steckst deinen Schwanz ja nur in Schweine und in Esel. Du bist ein Schweineficker, ein Eselficker. Ist schon krass zu hören, dass du mit deiner Mutter über sowas redest. Ja, ne? die hat sich genauso ausgelacht, wie ich dich auslachte. Richtig. Weil dich lacht eigentlich jeder aus. Ja. Nee, niemand. Doch, alle lachen dich aus. 8 Millionen Hamburger lachen dich schon aus. Die lachen sich gerade hier alle so ins Fäustchen. Wir sitzen hier gerade mit 5 Leuten und hören die Sendung. Wir hören die Sendung Betrügerleben leicht gemacht. Die hören wir gerade. Muss mal gucken. Radio Hamburg. Krass. So, und da bist du die Lachnummer Nummer 1. Wenn das im Radio wäre oder irgendwo sonstiges wäre, ne? Wären hier nicht 2 Leute mehr am Reden als der Betrüger anscheinend, oder? Doch, natürlich. Das ist ja ein Zuhörer. Der hat sich den. Ich kann ja Zuhörer dazu schalten, wie ich will, wenn die anrufen bei mir im Radio. Kennst du dich, ne, sowas? Ja, aber... Kennst du dich? Klar kannst du. Aber... Aber? Wenn sie mehr als ich redet, dann habt ihr nichts davon. Doch, zusätzlich habe ich etwas davon, weil ich dein komisches Gespräch auf YouTube online stelle. Noch dazu. Und damit verdiene ich sogar Geld. Im Gegensatz zu dir verdiene ich Geld. Du verdienst kein Geld, weil du ein dummer Betrüger bist. Im Gegensatz zu dir fick ich deine Mutter. Ja, wie denn? Wie sieht denn meine Mutter aus? Wie heißt denn meine Mutter?
Deine Mutter heißt genauso wie du. Ja, genau, logisch. Bergmann. Logisch, ganz klar. Bergmann. Hm. Ich hatte dir doch schon gesagt, dass mein Name genauso echt wie dein Name ist. Da kann meine Mutter ja nicht Bergmann heißen. Du bist so vergesslich, hä? Altersdemenz oder was ist das bei dir? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir nicht. Mit Ihnen zu verschwenden. Ach, warum rufst du denn nicht? Du rufst ja jetzt das sechste Mal an heute Morgen schon. Ist doch sehr schön. Du kannst das gerne noch weitermachen. Wird ein schönes, langes Video. Jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist er raus. Ist der lustig. Grüezi Gott, der Perschbär, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Grüezi wohl. Hallo, haben Sie da gerade Schluckbeschwerden? Dann empfehle ich Ihnen den Ricola. Die Schweizer haben es erfunden. Oder wachsen Sie gerade Ihre Skier? Was machen Sie gerade? Grüezi. Grüezi wohl. Ich glaube, er schrubbt sich gerade ein. Und weg ist er. Die letzten 8 Anrufe waren vom heutigen Montag und ich schneide dieses Video auch direkt heute, sodass ihr es am kommenden Sonntag hören könnt. Sollten diese komischen Betrüger morgen nochmal anrufen, so mache ich daraus ein neues Video, da dies schon mehr als 2 Stunden Unterhaltung sind. Ich danke meinem Kollegen Bad Luigi für seine Unterstützung, mit dem ich immer noch grübele, warum sich ein Betrüger selber so der Lächerlichkeit preisgibt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und könnt mir das gern in die Kommentare schreiben. Deswegen verabschiede ich mich heute kurz und knackig. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt mir bitte eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Euer Callcenter Kascha.